Sorry für alle, die aufwachen wollen. Ohne Blatt vor dem Mund werden die Machenschaften der Dims und der Cracks, der dunklen Kräfte hinter den Kulissen dargestellt, diskutiert und die Verschwörungspraxis aufgedeckt. Jeden Dienstag und Donnerstag von 16 bis 18 Uhr mitteleuropäische Zeit hereinhören. Mehr unter wakenews.net. Wake News Radio with Detlev on UWS Community Radio and the International Community Radio Network. Yes to the New World Order! Ja, es ist der Detlev von Wake News Radio und jetzt mal ganz kurzen Applaus noch für euch alle. Ja, ich hoffe, den konnte man jetzt hören, oder? Weiß ich nicht. Ja, also herzlich willkommen hier zu mir in der letzten Sendung dieses Jahres und zwar live. Ja, klasse, dass ihr alle hier seid und euch noch ein bisschen vorbereitet auf das, was heute Nacht auf euch zukommt. Ja, schauen wir mal, wie es wird, oder?
Ja, also wir haben einiges erlebt in diesem Jahr, ne? Wir haben sogar schon mal ein bisschen darüber diskutiert, gesprochen, was wir alles so erlebt haben. Aber da war das Jahr noch nicht ganz zu Ende und ich will auch keinen Rückblick groß in dieser Form wieder machen hier, aber so ein paar Sachen werden uns noch in den Kopf gehen. Vor allen Dingen in der Analyse dessen, was auf uns zukommt, und wir sind ja immer gerne Zukunftsforscher, oder? Oh Mann, ey. Okay. Ja, Leutchen, also wir haben heute den 31.12.2013 und eine wichtige Sendung, weil sie bedeutet unser, also aus meiner Sicht, ne, unser Motto für das nächste kommende Jahr, was morgen anfängt. Also keine Zeit zu verlieren, oder? Nämlich 2014, ne, das kommt jetzt auf uns zu, das Jahr der aufwachenden Menschheit. Ja, was damit auf sich hat, werden wir im Laufe der heutigen Sendung diskutieren. Natürlich auch noch viele andere Dinge hier mit durchgehen. Und wenn ihr mit mir hier Kontakt aufnehmen wollt, geht das natürlich über den Chatraum. Da ist eine Menge los schon wieder. Wundert mich alle, ne? Ich dachte, die sind noch ein Böllern draus. Am Knallen. Aber das ist so eine Sache, die ich zum Beispiel nicht mache. Aber gut, okay. Kann ja jeder selber entscheiden. Ja, und die also... Ja, was wir also heute diskutieren, also nicht nur im Chatraum, sondern natürlich auch bei mir hier über E-Mail, über radio@wakenews.net. Das ist meine E-Mail-Adresse. Könnt ihr mir eure Punkte reinsenden, eure Punkte und Fragen, Kommentare, Infos und so weiter reinsenden. Ja, okay. Und was ich auch tue, immer bei jeder Sendung und auch zukünftig natürlich an alle Musiker, Bands, DJs, Produzenten gerichtet, wenn ihr mal hier eure Musik bei mir spielen lassen wollt, herzlich gerne einfach zusenden unter radio@wakenews.net. Und wir hörten jetzt hier Someone on Earth beispielsweise gleich hier in der ersten Sequenz mit dem Titel Paradise, ja. Was man ungefähr übersetzen könnte mit paradisiert. Ne? Also man muss hier also mit Paradies, ne? Also man wird in das Paradies eingebunden. Und das ist ja das, was wir letztendlich wollen. Kann es ja nicht nur besser sein als hier. Oder, okay, also, das ist der Hintergrund dafür. Und dann werden wir natürlich noch einiges hören heute im Laufe der Sendung. Auch coole Mucke. Und ich mische die immer recht... unterschiedlich, also dann natürlich auch für die unterschiedlichen Geschmäcker geeignet. Also, und außerdem haben wir natürlich unseren Wake News Radio Music Channel, den wir natürlich im nächsten Jahr erstmal so ein bisschen noch aufpäppeln wollen. Mal sehen, wie ich da unsere Programmierer ein bisschen animieren kann. Müsst ihr mir helfen, die zu animieren? Ja, ein Animationsgeheul, ja. Ja gut, ich meine, die haben alle auch irrsinnig viel zu tun und wir machen das ja alles so nebenbei, ne? Oder nicht kommerziell, ne? Zum Beispiel. Okay, und wer uns da unterstützen will, kann das natürlich recht herzlich gerne tun. Auch natürlich solche Schuldgeldzuwendungen sind möglich. Trotz Nicht-Kommerzialität müssen wir ja trotzdem irgendwelche Matrix-Schuldrechnungen bezahlen. Und da hilft uns das natürlich auch. Okay, BTE, also nicht Mehrwert, ne? Das ist eher das Gegenteil, ne? Solange noch was da ist. Okay. Ja, also das ist mal das vielleicht. Und wir hatten also vor Weihnachten natürlich noch die Sendung hier, die wir dann alle, ja, waren auch viele dabei, die auch nicht sofort Weihnachten feiern wollten. Ne? Erstmal hören, was noch so an Chaos und Terror kommt. Haben wir sie auch gleich richtig benannt, oder? Nämlich Terror unterm Weihnachtsstern. Aber das Gute wird siegen, der Ausblick für die Zukunft. Und speziell hatten wir da über das Terrorland Baden-Württemberg gehört, auch von unserem Gast und Opfer der neuen Weltordnung mit dem Landwirt Martin Deschler, mit dem Brennpunkt Landkreis Lörrach. Also hier ist eine ganz schlimme Gegend. Also was das Böse und die Untaten dieser angeht. Und wer also Martin Deschler auch noch unterstützen will und kann das gerne tun, findet die Links bei mir auf der Seite
der hat halt kein Einkommen in dem Sinne, versucht natürlich so ein bisschen an Kohle ranzukommen nebenbei, so durch Arbeit und alles mögliche, wo er was findet. Aber man hat ihm alle Zahlungen gesperrt, die ihm eigentlich zustehen, weil man der Ansicht ist, er dürfe keine Tiere auf dem Land, was er da hat, halten. Es dürfen auch überhaupt keine Tiere dahin, auch nicht von anderen. Also die wollen es tierfrei machen, damit sie also da ihre Schandtaten weiter ausbauen. Das soll alles Bauland werden, ist ja klar. Da haben Tiere nichts verloren, ne? Und vor allem dann kommen nachher die Tierschützer und sagen, wieso? Hä? Okay, werden dann die Tiere einbetoniert oder wie? Also es ist unglaublich. Aber wir haben ja erfahren, dass also das aus Tierschutzgründen handelnde Landratsamt in Lörrach, ja, eine Firma, ne? Also alle Tiere sofort abgemurkst hat. Also aus Tierschutzgründen getötet, ne? Also so machen die das mit dem Tierschutz. So ist die neue Weltordnung. Das machen die mit den Menschenrechten auch so. Was? Menschenrechte? Erstmal Menschen killen, oder? Und dann mal gucken, wer übrig bleibt. Nach dem Motto wissen wir ja, Georgia Guidestones, haben wir schon ausgiebig drüber diskutiert. Okay, ist ja auch im Gange, nicht überall, wo es nur irgendwie möglich ist. Okay. Ja, also wie gesagt, wer hier seine Punkte mit reinbringen will, Fragen, Infos, Kommentare gerne unter radio@wakenews.net. Kurze organisatorische Information für heute, für alle die also ja sehr viel von Detlef und Wake News hören wollen, kommen heute auf ihre Kosten, weil wir werden nach dem Abschluss der Live-Sendung, nach der normalen, regulären Wiederholung der Sendung, sodass also auch die Leute noch eine Chance haben, die erst später zuschalten oder es nochmal hören wollen, werden wir dann also einspielen etliche Sendungen der vergangenen Monate, damit man also nochmal reinschnuppern kann. Und das lasse ich mal laufen bis morgen früh. Ne? Mal schauen, wie lange der Apparat hier durchhält. Gucken wir mal. Ne? Vielleicht dampft er und qualmt, ne, wenn dann das neue Jahr kommt. Oh, die haben uns irgendein Virus eingesetzt, ne, so wie ja, alles voller Viren, ja, und dass er dann abkratzt, aber das wollen wir nicht hoffen. Wir haben ja eigentlich vor, das nächste Jahr ordentlich für uns zu verwenden, nämlich 2014, das Jahr der aufwachenden Menschheit. So habe ich den heutigen Titel und das Motto für 2014 genannt, aus meiner Sicht. Und ich denke, damit zeigen wir gleich, wo es lang geht, nämlich in Richtung Aufwachen. Und da haben wir ja schon eine Menge Vorarbeit geleistet und können das noch auch jetzt hier in der vor uns liegenden Zeit kräftig tun, weil jeden Tag exponentielles Wachstum, nicht nur in Zinsen, den konkludenten Vereinbarungen, da müssen wir jetzt zum Jahresende schon mal die ganzen Zinsabrechnungen, die werden immer pro Jahresende gemacht, dann zuschicken und noch nicht geschriebene Rechnungen und so, jetzt dann mal verfassen. Und jede Menge neue konkludente Vereinbarungen unseren Freunden zusenden. Möglicherweise nicht nur in der BAID, ja, weiß man gar nicht mehr, wie man das eigentlich nennen soll. Firma? ja, haben ja nicht mal ein Firmengebäude, ist ja alles, ja, na gut, okay, anderes Thema. Nee, aber und dann natürlich müssen wir da also unseren Kollegen helfen, Kollegen Mensch, ne, helfen, dass sie ein bisschen aufwachen und ein bisschen vorankommen hier mit ihrem mit ihrem notwendigen Protest gegen das, was läuft und dem Aufbau der neuen Welt. Nicht nach der neuen Weltordnung, wie die sich das vorstellen, sondern so, wie es eigentlich wirklich sein sollte. Nämlich menschengerecht und schöpfungsgerecht, oder? Okay. Ja, und da heißt es in dem Artikel, der zu finden ist unter der Rubrik mywakeness.wordpress.com, dann natürlich auch den entsprechenden Artikel zur Sendung und nochmal hier zu den Playern und anderen Sendern, die uns hier übertragen. Ich danke also herzlichst allen, die mir auch hier in diesem Jahr so wunderbar geholfen haben, dass wir die Nachrichten rausbekamen. Und hier insbesondere natürlich die Sender, die uns jetzt hier in diesem Jahr bereits schon oder Seiten, die uns hier übertragen. Das ist natürlich einmal Milen-FM,
die allerdings heute ausgefallen ist. Die haben da wieder irgendein Stream-Problem. Die sind wohl wieder gehackt worden dort vom Radioserver. Dann aber auf jeden Fall Joyce.net, ja, die uns also immer da parallel streamen. Und natürlich Rheingold. Ja, auf der Rheingold-Seite sind wir auch gestreamt mit. Auch die Links finden sich alle auf der Seite myawakenings.wordpress.com und natürlich dann auch bei dem Aufgewachten, der uns immer verlinkt, zu einem unserer Player und natürlich auch bei Schramme. Ja, auch da sind wir mit drauf. Auch ganz klasse, schramme.beplaced.net. Auch Ihnen und euch danke ich hier herzlichst für die Unterstützung und allen anderen natürlich, die mich weiter oder mich oder die Webseite oder Wake News weiter empfehlen. Ganz fantastisch, wenn ihr das weiterhin so tut, dann werden wir auch mehr und mehr unsere Informationen an Frau und Mann bringen können und auch ein Kind. Wobei, ist ja auch Frau und Mann, ne? Irgendwo. Okay, wir sind also da offen für alles. Aber das sind so die Dinge. Und hier eben unter meiner Blogseite myawakenings.wordpress.com findet man also zur heutigen Sendung die entsprechenden Links, die Abbildungen, die sind dort auch zu finden. Könnt ihr parallel ansehen, einfach auf dem entsprechenden Links auf der Radioseite, zum Beispiel awakenings.net, Awakeness Radio, mit der rechten Maustaste aufklicken und parallel von mir aus gern dazu lesen. So, und da steht, wir alle spüren die Veränderungen. Bei einigen haben sich diese schon merkbar im täglichen Leben und Erleben eingerichtet. Die Welt ist nicht mehr die gleiche wie zuvor. Ja, also das kann man wohl merken, oder? Ja, und unser Bewusstsein hat sich erweitert. Wir können mit einem Mal hinter die Kulissen schauen, den Betrug, die Lügen, das Theater erblicken, alle die Sachen, die uns täglich vorgespielt werden. Einmal erwacht, gibt es kein Zurück mehr. Und da kann man eigentlich eine ganze Menge Parallelität erkennen zu diesem sehr gut gemachten Film Matrix, zumindest den ersten dieser Filme. Das wurde von Leuten gemacht, die Bescheid wissen, keine Frage. Ja, und waren es bislang nur die Spitzen, Speerspitzen gleich, die den Durchblick erlangten, so werden es in 2014 lawinenartig mehr werden, die auch aufgrund der angekündigten Drangsalierungsmaßnahmen durch die in Anführungszeichen geschriebenen Mächtigen, den DIMMs, die dominante irrsinnige Minorität, schon deshalb Menschen dahin bringen werden, dass sie sich wehren, dass sie Alternativen suchen und erkennen, dass das bisherige System, dem sie mehr oder weniger freiwillig, mehr oder weniger bewusst gedient haben, sie nicht versorgt, beschützt und fördert, sondern ausplündert, versklavt, bedroht und vielleicht noch mehr. Es wird zunächst bei all diesen zu einer großen Irritation kommen, dann einem Aufschrei der Entrüstung, dem Wunsch nach Änderung des Lebens und damit zum Anstoß der Bewusstseinsbildung, die viele erfassen wird. Diesen Mitmenschen müssen und können wir dann alle helfen, sich die jeweils notwendigen Informationen und Lösungswege aufzuzeigen. Die Mächtigen in Anführungszeichen werden sich nicht oder werden nicht mehr so mächtig sein, die Menschheit vor dem Erwachen abzuhalten. Gleichgeschaltete, kontrollierte Matrix-Medien werden nicht mehr in der Lage sein, den Aufwach-Tsunami zu stoppen oder umzuleiten. Die Zeit ist reif für die notwendigen Änderungen auf unserer Erde. Dennoch wird es kein leichtes Unterfangen werden,
sondern bedarf all unserer Anstrengungen und unseres Wirkens darauf, dass es vor allem friedlich zugeht. Vielen Dank also nochmal für eure Unterstützung, Hilfe und auch Zuspruch während der vergangenen Zeit, aber auch für die Zukunft. Ja, und wie ich es vorhin schon kurz sagte, heute eben am 31.12.2013 wird es nach der Übertragung der Wiederholung dieser Live-Sendung ein Programm mit weiteren Sendungen aus dem Archiv geben, bis in die Morgenstunden des 1. Januar 2014. Für alle, die weiter hineinhören möchten, wünsche euch schon jetzt einen guten Rutsch und ein friedliches und aufregendes Jahr 2014 mit allen Änderungen, auf die wir gefasst sein müssen. Ja, und alles wird gut. Ne? Das ist euer Detlef vom Wave News. Können wir jetzt ja die Sendung eigentlich schon zu Ende haben. Ne? Da habe ich schon alles gesagt. Ne? Okay, ja. Nee, also es ist so. Wir haben also ein aufregendes Jahr. Und ich habe vorher noch, bevor ich hier startete, noch ein Video zu Ende geschaut, eben von jemandem, einer Frau aus den USA, die auch so erst in den letzten Jahren in dieser Form aufgewacht ist und geschildert hat, wie es ihr ergangen ist, so in den letzten paar Jahren. Sie war vorher eigentlich eine Frau, die sich nicht viel Gedanken um Politik und das Geschehen und Gesellschaft und bla bla und so weiter gemacht hat, sondern eher so viel mit Kindern gemacht hat, auch immer Kinder betreut hat, auch andere Kinder, nicht nur die eigenen. Ja, und darin eigentlich ziemlich aufgegangen ist, bis eben dann doch sie auch über Informationen stolperte, ähnlich wie es vielen von uns gegangen ist, von denjenigen, die erst so in den letzten paar Jahren aufgewacht sind. Ja, und da schilderte sie eben ziemlich ähnliche Eindrücke, die ich auch hatte, dass wir also eben durch die verschiedenen Stufen, auch gerade geprägt durch YouTube, wovon sie auch berichtete, wir also eigentlich so einen kleinen Lehrgang genossen haben. Wenn wir uns alle daran erinnern, wir hatten ja, und ich hatte das auch eigentlich so gestartet mit Wake News Radio, wir hatten so mit dem Kometen oder ja, was immer es war, Elenin gestartet, wo wir alle schon befürchtet hatten, die Welt geht unter, gerade auch im Hinblick auf 2012. Wo wir aber im Prinzip, dadurch, dass wir uns damit beschäftigt haben, ohne dass etwas Gravierendes in der Richtung geschehen ist, haben wir uns mit all diesen Dingen überhaupt erstmal beschäftigt. Ja? Sind überhaupt mal bewusst geworden dahin, dass das Universum lebt, dass da was passiert, dass da auch Dinge wichtig sind für uns. Haben mit den Möglichkeiten spekuliert, sicher war auch viel Angst dabei, Angst vor Katastrophen. Ich finde aber, dass man sich in der Beschäftigung mit der Materie eigentlich dabei geholfen hat, diese Angst zu verlieren, eigentlich eher sich mit der Sache auseinanderzusetzen und mit den Möglichkeiten, die da kommen und sich eigentlich damit beschäftigt, wie könnte ich so etwas überleben. Auch das eine sehr positive Geschichte, die uns eigentlich in uns selbst stärkt oder gestärkt hat, einfach unabhängig zu sein, auch unabhängig von diesen sogenannten mächtigen Anführungszeichen, die uns ja seither versklaven, uns das eigentlich erst im Laufe der Geschichte bekannt geworden ist. Und wenn man das jetzt überlegt, von vor 3 Jahren bis heute, es ist doch unglaublich viel geschehen, auch wenn Comet Ison uns derzeit auch noch nicht irgendetwas gebracht hat, was spürbar ist, ja, hat es uns doch wiederum daran erinnert, dass Dinge ablaufen. Wir haben uns wieder intensiv mit der Mechanik auseinandergesetzt, mit den Dingen, die auch geschehen können, die für viele unvorstellbar sind, weil unbekannt, noch nie erfahren. Ja. Uns ist auch wieder klar geworden, wie alles zusammenhängt, ja, dass es also auch ein Gleichgewicht gibt und dass eigentlich hier auf der Erde alles aus dem Gleichgewicht geraten ist und dass aus dem Grund schon Änderungen notwendig sind, ob wir das wollen oder nicht. Das Universum kriegt es mit, ja, und das Universum ist auf das vorbereitet, auch
so gestaltet, so scheint es zumindest, nach dem, was wir wissen, dass eine Harmonie herrschen soll und herrscht. Und wenn das aus dem Tritt kommt, die Harmonie, dann werden andere Kräfte wach, die das wieder regulieren. Ja, und das ist natürlich von vielen beschrieben, in Büchern, in Religionen, in Glauben. Denn alles wissen wir nicht. Wir müssen natürlich da auch auf unsere Intuition, auf unsere Gefühle achten, auf unsere Spiritualität, die ja jedem mehr oder weniger zur Verfügung steht, wenn man sich dafür öffnet oder dafür öffnen kann. Vielleicht gibt es ja auch Wesen, die das gar nicht können. Wir haben erkannt, dass es eben eine organisierte Kriminalität gibt hier auf der Erde, die also uns hier schaden möchte. Und das haben ganz viele erkannt. Und viel mehr werden wir auch das noch in diesem kommenden Jahr erleben. 2014 wird uns noch vieles viel klarer. Nicht nur die Warnungen, die wir bislang also ausgesprochen haben, werden natürlich weitergehen. Wir werden das sehr, sehr intensiv diskutieren und beobachten. Ich bin da nicht der Einzige, der das macht. Das wissen wir ja auch. Das sind ganz viele Medien inzwischen, die sich damit beschäftigen, neue Medien. Und in dem Zusammenhang werden wir da sehr viel Neues erfahren und auch an Lösungen suchen und arbeiten. Das ist ganz auf der Hand. Ja, und in dem Sinne, denke ich, haben wir da das richtige Motto, denn wir werden also durch die Drangsalierung, die uns geschehen werden, und wir gehen dann einzeln auch gleich nochmal drauf ein, natürlich auch darauf gebracht werden, vor allen Dingen diejenigen, die bis jetzt noch nicht viel damit Mut hatten oder die es immer zur Seite gedrängt haben und gesagt, das sind die Verschwörungsleutchen, naja, aber solange es mir gut geht, mein Auto fährt und ich Fernsehen gucken kann und sonst was, dann berührt mich das nicht, dann betrifft mich das nicht. Was sollen die da? Hartz IV, das ist eine andere Gruppierung, habe ich nichts mit zu tun. Aber wenn da natürlich sehr viel mehr Menschen davon betroffen sind, von all diesen Maßnahmen, die gegen die Menschheit gerichtet sind, dann wird es dort ein großes Erwachen geben. Schon jetzt spürt man das, dass ganz viele Leute nicht mehr blindlings vertrauen, nicht mehr einfach hinter den sogenannten Regierungen stehen, auch nicht mehr verstehen, was die da machen. Auch wenn die Medien das immer anders darstellen, die Matrix-Medien, die dann immer sagen, ja, die Bundeskanzlerin Merkel ist die beliebteste Frau auf der Welt. Ne? Fragt sie nur, welche. Okay, und solche Sachen. Ne? Also all dieser Schmuh, der wird mehr und mehr auf den Tisch gelegt. Und auch wir hier bei Break News mit euch zusammen decken das ja auf. Die ganze Angelegenheit mit der Firmenkonstruktion ist eigentlich erst in diesem Jahr wirklich richtig losgetreten worden, also in 2013, mit den Veröffentlichungen dazu. Und das ist inzwischen offenkundig. Jeder kann sich also da informieren. Jeder hat die Möglichkeit, sich da einzulesen, es nachzuvollziehen und dieselben Fragen zu stellen, die wir uns stellen. Und nicht nur uns gegenüber, sondern vor allen Dingen denjenigen, die sich dazu erklären sollten, nämlich die, die sich als sogenannte Regierung, Behörden, Ämter oder sonst was bezeichnen. Ja, und da ist ein Schwung in Gang gekommen, der wird an sich potenzieren, da wird wesentlich mehr passieren. Und ich habe gerade noch vor der Sendung auch ein anderes Video gesehen, ey, das ist wirklich derma. Empfehle ich also jeden, auch Nicht-Deutschen oder nicht in der BRD wohnhaften Menschen, sich einmal zu Gemüte zu führen, weil es auch diejenigen dann natürlich betrifft, die also zum Beispiel Straßen, sogenannte Straßen in der BRD verwenden, zum Beispiel durchfahren, ne, oder drüber laufen oder sonst was. Da gab es nämlich jetzt ein klasse Video von jemandem, der also sich da wirklich sehr intensiv mit dieser Sache auseinandergesetzt hat, was bei mir zu finden ist unter der Seite awakeness.net News unter dem Motto NWO, NGO, BRID, kurioser Zusammenbruch oder Selbstkastration, hätte ich auch schreiben können. Okay, aber das ja, kann man sich selbst dann überlegen, was der richtige Überschrift sein könnte. Mit der Frage, gibt es nach neuer STVZO, ja,
Das sind ja die schönen Abkürzungen. Was nichts anderes heißt als Straßen, Verkehrszulassungsordnung, die der Ramsauer in 2012 bereits verfasst hat. Keine Führerscheine, Fahrerlaubnis mehr, keine Versicherungspflicht, keine Steuern, keine Straßen mehr. Das ist unglaublich. Müsst ihr mal durchlesen, was da abgeht. Also ich muss sagen, ich hab ihn angeschrieben, ob er sich mal mit mir in Verbindung setzt. Das müssen wir also nochmal alle durchdenken. Und das sollte sich jeder mal anhören, mit gesundem Menschenverstand das mal durchlesen, sich selber vielleicht die Links organisieren und das mal selbst mit dann mal durchlesen und Stellung nehmen dazu. Also es ist ein Hammer. Das heißt, die haben alles rausgeschrieben. Es gibt keine, also angeblich. Ich sage das angeblich, weil ich es ja erst gerade vor der Sendung mir angeschaut habe und noch nicht selber recherchiert habe, ob es stimmt und nicht stimmt und auch noch nicht verinnerlicht habe. Ja. Aber die Frage darf man sich ja stellen und als Frage habe ich es formuliert, gibt es überhaupt keine Pflicht mehr? Vor allem, also gerade die Bundesrepublik Deutschland, also BRD, ist ausgeklammert aus all diesen Straßenverkehrszulassungsordnungspunkten und damit kastriert. Also es ist der absolute Hammer. Echt, also wirklich. Also das müsst ihr euch durchlesen oder anhören. Und dann könnt ihr mir gerne mal dazu was schreiben. Habt ihr jetzt ein paar Tage Zeit? Ne? Oh Mann, ey. Ja gut, also wenn ihr dir das dann durchliest und dann liest du hier was, ich habe hier gerade das vor mir liegen, hier so eine Zeitschrift hier von dem sogenannten ADAC, Allgemeiner Deutscher Automobilclub, das ist hier die Frontseite, ich halte hier meine Kamera, letzte Ausgabe von Dezember, Heft 12, wo dann drin steht auf Seite 90, Polizeiautos jetzt wie in Amerika. Oh Mann. Wie verhalte ich mich, wenn die Polizei ihre neue US-Sirene einschaltet? Von einer Dame Katja Wollenweber aus Fulda. Und da steht dann hier drin, sofort anhalten, schaltet eine Streifenwagenbesatzung das Yelp-Horn und Rotlicht an. Wollen die Polizeibeamten sie kontrollieren? Nach und nach rüstet die Polizei ihre Fahrzeuge bundesweit zusätzlich mit den neuen Signalen aus. Das vertraute Blaulicht und auch das Martinshorn bleiben und bedeuten bahnfrei für die Polizei. Also die haben das auch noch nicht so mitgekriegt, was hier eigentlich läuft, ne, beim ADAC da. Oder? Dabei müssten, die haben doch eine eigene Rechtsabteilung. Die müssten das doch eigentlich wissen. Und vor allen Dingen jetzt die STVZO, Straßenverkehrszulassungsordnung. Übrigens ein Relikt aus dem Dritten Reich, glaube ich, was eh verboten sein soll. Gut, also ja. Also jetzt ist es offiziell, ne? Dadurch, dass sie dann jetzt hier ihr amerikanisches Yelp, wie heißt es? Yelp-Horn anmachen, ja. Ich weiß gar nicht, wie das. Weiß kein Mensch mehr, was läuft. Und dann ihr Rotlicht machen sie jetzt auch. Also die sind jetzt in der Rotlichtbranche unterwegs. Das wird also noch eine ganz interessante Kiste. Also spielen sie jetzt auch noch Amerikaner? Sind die nur in der Hand der Amerikaner? Das heißt, das stimmt ja auch nicht ganz. Das ist ja die US Corporation, die also die Hand drauf hält auf die Organisation der BRID. Aber das wird ja auch interessant. Also wir müssen dann mal unbedingt dieses Jahr mal fertig werden hier mit unseren Übersetzungen für die Prozesse, die wir dann noch machen gegen diese Leutchen alle. Wir schreiben sie alle auf. Schön alles nachhalten. Schön alle Nummern und Namen und Adressen notieren. Jeden Vorfall. Die kommen dann alle vor den Kadi, aber vor den echten. Ne? Nicht hier da diese Kasperl-Theaterveranstaltung, die es da in der BRID gibt, ne? Oder? Ja, also das wird noch hochinteressant und dann vielleicht reden wir jetzt mit denen einfach auch auf Englisch. Ja? You Polizei, you,
Huh? Do you have an Amtsausweis? Hm? Oder sowas. Wir gucken mal. Ne? Jui, 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 jui. Das wird immer besser. Ne? Ja, und also wie gesagt, alles ist neue Weltordnung. Wer sich also täuschen lässt, weil ich hier gerade Russland las, also sie sind, stecken alle in derselben Kiste drin. Bisschen unterschiedliche Tonalität. Aber letztendlich sind alle in der Hand eben dieser Dims-Blankster, die also überall ihre Finger drin haben. Also macht euch da nichts vor. Der Einzige, der das lösen kann, ändern kann, sind wir, das Volk. Ja, der Souverän. Ja, oder? Ja, also da macht euch nichts vor. Die hängen alle miteinander zusammen. Überall, wo Regierung draufsteckt, draufsteht, ist Gier drin und Gier heißt gleich Dims, ja, Gier nach Macht und das Lüsteln hinter unseren Seelen her, ne? Die wollen unsere Seelen einkassieren. Da machen wir auch nicht so ganz mit, denke ich, und deswegen sind wir hier auch inzwischen schon längst nicht mehr allein in der Aufklärung all dieser Geschichten. Okay. Und das, wie gesagt, die Stoßrichtung. Jeder, da müssen wir uns helfen, gegenseitig und weiter so machen. Gerne meine Seite weiter empfehlen. Ich bin dabei, jetzt hier auch neue Paketchen zu schnüren, über die ich dann allerdings erst Anfang des Jahres bekannt gebe, damit wir also noch weiter uns hier bekannt machen können, mit unserer Aufklärungsarbeit anderen zur Seite stehen können. Da habt ihr es dann auch einfacher, darauf zu verweisen und so weiter und so fort. Ja, okay, natürlich brauche ich eure Unterstützung auch oder wir alle brauchen uns alle gegenseitig. Ohne das geht es nicht. Ja, wir müssen also zusehen, dass wir stärker, größer, vernetzter werden als je zuvor. Und dann haben die überhaupt keine Chance mehr, irgendetwas zu machen. Wir sind natürlich schon lange dabei am Basteln. Die Pläne, die die jetzt umsetzen, sind ja uralt, die sind ja schon Generationen zuvor geplant worden. An was sie nicht gedacht haben, ist, dass das jetzt mit dem Aufwachen doch so kommt, wie es kommt. Ja. Am Anfang haben sie noch drüber gelacht, dann haben sie sogar schon öffentlich darüber gesprochen. Und jetzt, ja, jetzt merken sie, hoppla, es wird ernst, die Leutchen wachen auf, die nehmen uns das nicht mehr ab. Ne? Und das spüren vor allen Dingen diejenigen, die also persönlich, privat zur Haftung gezogen werden, dann besonders deutlich. Und das ist sehr unangenehm für diese Menschen, weil die durch ihr Handeln, durch ihr, ja, wie soll ich sagen, unvorsichtiges Vorgehen, sich und ihre Lieben gleich mit ruiniert haben. Denn das bleibt ja nicht nur bei den Rechnungen, die wir ausstellen und nicht bei den Zinsabrechnungen, sondern die werden dann auch eingeholt oder umgesetzt irgendwann, wenn wir soweit sind. Und dann, ja, dann haben die es nicht mehr so schön, wie sie es jetzt vielleicht vermeintlich noch haben. Das ahnen einige schon, weil auch der Zuspruch der System Linge hier auf meine Webseite ist also erheblich nach oben gegangen. Die schauen immer mal nach. Huch, was hat er schon wieder veröffentlicht? Oder so. Ne? Aber es sind ja auch andere da dran. Also da wird es noch eine Menge Überraschungen geben in diesem Jahr, dem kommenden natürlich. Ne? In diesem Jahr 2013 gibt es nur noch den Ausklang, ne? Und den Hinweis. Ne? Nur noch Detlefs Sendung. Okay. Ja, und was die hier so vorhaben, ist ja klar. Überall jetzt auf den Flughäfen werden also schon wieder diese Glotzer, die Kameraglotzer, Roboterglotzer aufgestellt. Ja, die NWO hört und sieht alles mit. Ja, das ist ja die Überlegung, ne? Ein alles überwachen und kontrollieren zu können. Denn nur dann kann die Matrix wirklich funktionieren, wenn du alles in der Hand hast und alles steuern kannst. Haben wir im Matrix-Film gesehen, sobald es da Störungen gibt, da Leute ausbrechen, dann können sie die nicht mehr kontrollieren, da müssen sie Sondertruppen hinterher schicken. Das wird dann da dargestellt, wie die das allerdings in dieser Matrix schaffen wollen, denn so komplex arbeitet die offenbar nicht oder noch nicht und das wollen sie vielleicht ändern. Okay, dann NWO-Diktatur mit Rothschilds Freihandel in die Globalistenkonzern-Diktatur.
Das war hier gefunden bei neopresse.com. Neo, ne? Cool. Tipp: Mit dem Freihandel in die Konzerndiktatur steht da. Oder nee, nicht Tipp, sondern TTIP. Das ist ja die Abkürzung für diese neue Drangsalierungsmaßnahme, nicht? Heißt das nämlich übersetzt Transatlantic Trade and Investment Partnership. Das ist die Übersetzung. Ja, und da geht es also darum, die US-Regierung, das ist also die Regierung in blankster Hand, die EU-Kommission, auch nichts anderes, dieselbe Gruppierung, nur auf der anderen Seite des Atlantiks, sowie die Regierungen der einzelnen EU-Mitgliedstaaten planen im Jahre 2014 ein Freihandelsabkommen abzuschließen. Ich zitiere dort von diesem Artikel neopresse.com. Der Link ist bei mir jetzt finden unter awakenings.net news. Ja, und durch die Errichtung eben dieser Freihandelszone zwischen der USA oder den USA und der EU würden Verbraucherschutzregeln in Frage gestellt und in sozialpolitischer sowie in arbeitspolitischer Hinsicht negative Effekte drohen. Das hebelt also quasi alles ab. Verfassungen, irgendwelche Rechte von irgendwelchen Menschen und so. Was, Menschen? Gibt's ja auch noch. Und so, ne? Alles wird dann da nieder, alles dem globalistischen Konzern, den AGBs, untergeordnet. So ist der Plan. Ne? Aber wir wissen ja, dass das alles Schmo ist und dass es wahrscheinlich eh alles auch nicht rechtens ist, weil wir stehen als biologische Menschen und natürliche Personen immer überall diesem Theater, was da abläuft. Das muss einem nur klar sein. Ne? Und es geht nicht darum, dass wir diese Abkommen, wie soll ich sagen, verhindern können. Es geht uns darum, dass wir so aufwachen dazu, dass wir davon gar nicht betroffen sind. Das können die ja von mir aus machen, was sie wollen, mit sich selbst. Aber wir haben damit nichts am Hut, weil wir sind da drüber. Wir stehen da drüber. Wir sind also die Chefs. Und was die Sklaven unter sich machen, ist ja ihr Bier, ne? Oder? In gewisser Weise. So ein bisschen regeln müssen wir das auch, ne? Oder? Oh Mann, ey. Und so weiter. Ihr könnt das durchlesen, ich lasse nicht alles durchlesen. Ja, das ist alles auch nur wiederum Schaumschlägerei, weil das ist nur einfach ein zusätzlicher Knotenpunkt im Netz der Globalisten, der Matrix, die also kontrollieren wollen. Und ja, das ist also so eine Sache. Und die sind ja schon angekommen bei den Kindern, das wissen wir nicht nur in den Schulbüchern und so weiter, in dieser Matrix, dass die Lehrer da alle, Lehrerinnen alle schon bereits matrikuliert wurden, das heißt in der Matrix Gehirn gewaschen sind und das dann weitergeben an die armen Kinder. Nee, jetzt geht's hier also dann auch schon, jetzt kommen die direkt, ne, aus den Firmen. Ja, die trauen den Lehrern auch schon immer. Nämlich in Bremen, NWO Bremen, Bremer Schulen und Kinder in den Fängen von Lobbyisten, zu finden hier in dem Link zum weser-kurier.de, auch ein Matrixblättchen. Da steht aber immerhin auch mal was Kritisches. Umstrittene Zusammenarbeit. Bremen. Bankangestellte in Klassenzimmern, Legosteine auf Schultischen, Bremer Schulen und Firmen kooperieren in vielen Bereichen. Viele Schulen sehen darin Vorteil. Ja, logisch, Jugendliche erhielten durch die Zusammenarbeit einen praxisnahen Unterricht, können sich schon mal an die Matrix wunderschön gewöhnen und könnten erste Kontakte zu möglichen Arbeitgebern knüpfen. Ach, herrje, die Verbraucherzentrale und die Initiative Lobby Control üben Kritik und raten zur Vorsicht. Das ist auch richtig so. Ja. Oh Mann, ey. Gut, lest es da durch. Also, das wird also schon ganz perfide umgesetzt, ne? Die sitzen also überall drin, die Lobbyisten. Völlig klar. Ja, und hier, Mensch, NWO Bremen, das war das eine, aber hier meinte in Österreich ist das andere. Als bei den anderen Ländern. Da steht NWO Austria, Globalistenopfer. Österreich ist voll im Griff der Blankster gesteuerten CIA und NSA. Und wer mit dem Begriff Blankster nichts anfangen kann, das noch nie bei mir gehört haben sollte. Es gibt ja den Begriff
Bankster, der hat sich, glaube ich, jetzt schon umgesetzt. Ne? Das ist also die Kombination von Bankern und Gangstern, hat man als Bankster bezeichnet. Ich bin einen Schritt weitergegangen, da ja eine Bank blank ist, nichts hat, dass ich die Leutchen dann jetzt zusätzlich mit einem L versehe, das heißt Blankster sind es, nicht, dass man das nicht weiß, was das heißt. Und deshalb erkläre ich es mal für die Neuen, für die, die es noch nie gehört haben. Da steht hier also bei cyberweiber.at, ja, der Link ist zu finden bei mir auf der Seite weakness.net News. NSA und CIA verfügen über die Bundesheergeheimdienste, also Bundesheer ist dort von Österreich, ne? Warum Minister Klug zur US-Spionage schweigt? Alles Mauern, Ablocken, kritische Menschen schikanieren hilft nichts. Es ist offenkundig, dass US-Geheimdienste über die Dienste des österreichischen Bundesheers verfügen, diese Weisungen der USA ausführen. Zu meinen Recherchen und Erfahrungen wurde jede Auskunft verweigert, obwohl ich sagte, dass ich davon ausgehe, dass auf Befehl der USA agiert wird. So geraten die Menschen ins Visier, die sich den Amerikanern nicht beugen, sondern einem souveränen und neutralen Österreich dienen wollen. Ja, und da wird das dann alles im Detail beschrieben. Könnt ihr euch das durchlesen? Ich gehe das nicht im Einzelnen durch. Ist ja logisch. Warum sollte es da anders sein? Überall dort, wo die sogenannte Nationalbank eben nicht national ist, sondern Rothschild gehört, Rothschild & Co., da gehören auch die ganzen anderen Dienste dazu. Ob es eine Regierung ist, meistens Goldman and Sachs, oder ob es die jeweiligen anderen Dienste sind und die bewaffneten, uniformierten, egal welcher Schattierung, und auch die im Geheimen operierenden Schlapphüte, alle müssen sie den Blankstern gehorchen und an die rapportieren. Oder, weiß nicht, wie ihr das seht, das ist eigentlich, ja, eigentlich nur eine Zusammenfassung von all dem, was wir immer schon sagen. Nur die, die meinten, er erzählt immer nur von der BAID. Das stimmt nicht. Ich zähle auf, dass das eigentlich überall der Fall ist. Das ist überall gleich. Egal in welchem sogenannten Staat oder Land du dich aufhältst, angefangen natürlich von den USA selbst, die am meisten natürlich davon betroffen sind, weil die Brut dort zentral drin sitzt, gell? Mit der Federal Reserve Bank, der privaten blankste Organisation in den USA, die an die sogenannte Regierung Geld verleiht zu Zinsen. Ja. Was sie aus dem Nichts erschaffen. Ohne Gegenwehr oder Gegenwert einher. Gegenwehr kriegen sie ja inzwischen von den Leuten. Aber ohne Gegenwert. Der Wert entsteht eigentlich erst dadurch, dass die Leute dann diese Kohle einsetzen, indem sie dafür irgendwas kaufen, und das wird mit Gewalt durchgesetzt, und wer nicht will, dem schickt man einen kleinen Flugzeugträgerverband vorbei. Könnte natürlich, hat es ein bisschen schwierig, die Donau rauf bis nach Wien, aber dafür haben sie jetzt ja die Drohnen, ne? Die können sogar unbemannt schicken, einen Drohnenangriff fliegen auf den Stephansdom. Naja, den umfliegen sie, den sparen sie aus, der gehört ja dem Papst. Ne? Der Papst steht ja auch ganz oben auf der Liste der Tyrannen. Okay, wie auch immer. Also ihr versteht ja sicher auch ein bisschen Spaß, oder? Ja, also dann geht's dann munter weiter. Hier steht was. Kämpfen und Widerstand lohnen sich. Wieder ein Teilerfolg. Bitte kurz vorlesen. Danke und alles Gute für 2014. Mit einem Link stopptdiecard.de. Das geht hier wieder um BRID-Tyrannei, aber es ist in anderen Ländern auch ähnlich. Oder anderen Gebieten auch ähnlich. Kassen geben endlich zu, alte Versicherungskarten weiter nutzbar. Der GKV-Spitzenverband hat eine Erklärung zur Diskussion um die Gültigkeit der noch nicht abgelaufenen Krankenversicherungskarten abgegeben.
Diese seien auch über den 1. Januar 2014 hinaus anwendbar. Die Kassen bestätigen damit nun doch die Auffassung von KBV und KVEN. Wisst ihr, ja, das alles Schmu ist. Sowieso Schmu ist, ne? Wir wollen nicht, dass Personen, die aus welchem Grund auch immer nach dem Jahreswechsel lediglich über eine alte Krankenversicherungskarte verfügen, bei der Behandlung in der Arztpraxis ein Problem bekommen, schreibt der GKV-Spitzenverband. Dann kriegen sie nämlich Probleme mit der Pharmaindustrie, weil da keine Umsätze kommen. Also deswegen schon, die sind auch alle abhängig davon. Also okay, ich kann Ihnen als Link da unten reingeben zur heutigen Sendung in die Veröffentlichung bei myweakness.wordpress.com. Tue ich das einfach jetzt gerade mal eben da unten reinposten. Oder könnt ihr es nachlesen, weil ich lese nicht alles vor. Komm, das ist doch eh alles Schmu. Oder? Hä? Ihr müsst euch mal die Rechtslage anschauen in der BRID. Schon aus dem Grund, ja, kann das alles nicht funktionieren und man muss sie einfach nur mal ordentlich mit konkludenten Vereinbarungen zumüllen. Irgendwann merken sie es dann auch. So, ich habe es gerade hochgeladen. Könnt ihr dann ansehen. Okay. Ja, also wie gesagt, wer hier mit diskutieren will, kann mir hier gerne auch während der ganzen Sendung noch unter radio@wakenews.net seine Infos, Kommentare, Ansichten, Fragen und so zusenden. Keine Frage. Ne? Man muss nur die Leutchen ordentlich ausbremsen, ein bisschen Sand ins Getriebe streuen, aber verzinsten Sand. Ne? Sonst sind die Schmerzen für das Getriebe nicht stark genug. Ne? Denn das Getriebe ist privathaftpflichtig. Ja? Die müssen privat für ihre Untaten haften, diese Leutchen. Tut mir ja auch in gewisser Weise leid. Wir schreiben jetzt auch schon in den Nachfolgebriefen, wir machen uns jetzt langsam Gedanken, ja, nachdem sie jetzt die 4. oder 5. Million in Rechnung gestellt bekommen. Ob sie denn da nicht jetzt mal auf anfangen sollte, darüber nachzudenken, ob das sinnvoll ist, was sie macht, weil wir können uns nicht vorstellen, dass sie das über in ihrem Leben und ihrem Generationen hinterher je zahlen kann, was sie da in offenen Rechnungen hat. Ob denn das noch Sinn machen würde, ne? Also weil wir verdienen ja gerne, das ist ja kein Problem, ne? Aber ne, wir stellen auch gerne solche Rechnungen aus, aber ja, ob das noch sinnvoll ist, ne? Dann schreibe unten drunter. Ja, das, wenn das jetzt nicht gezahlt würde, ne, dann auch ein Konkursverfahren eingeleitet werden könnte. Ne? Und solche Sachen. Können wir ja doch mal machen. Ich glaube, der eine oder andere wollte das jetzt mal machen. Kann ja mal machen. Dann schauen wir uns das an, wie es läuft. Oder? Okay. So, hier war was. Ja, diese, das Video müsst ihr euch, wie gesagt, nochmal anschauen. Haftpflichtversicherung gleich Unsicherheiten. Gibt es eigentlich eine Pflicht? Das hatte ich vorhin schon kurz erwähnt. Das ist also der Hammer schlechthin. Okay. Ja, jetzt schickte mir nochmal jemand das zu mit den, mit der Krankenversicherungsgeschichte. Jo, man muss nur lang genug die Leutchen ausbluten lassen. Entweder denen ordentlich zurückschreiben, Aufgaben geben, Auskunftsverlangen und dies und jenes und Zurückweisung. Dann müssen sie handeln, sonst fällt ja ihr System sowieso auch schon aus dem Grund zusammen. Und um handlungsfähig zu bleiben, müssen sie das System ja aufrechterhalten. Ne? Wenn die sind ja alle miteinander vernetzt. Wenn die also, wenn da irgendwo ein Zahnrad rausfliegt aus diesem Zahnradgetriebe, dann funktioniert der Rest auch nicht mehr. Ne? Wenn also irgendwo die Kohle nicht mehr fließt, wenn da irgendwo was abgeschaltet wird, weil die Leutchen dann eben nicht mehr abgerechnet werden könnten, zum Beispiel, was meinst du, was dann im Pharmabereich los ist, bei den Ärzten los ist und was weiß ich. Also da gibt es ein heilloses Durcheinander. Und das ist der richtige Weg. Ne? Wenn man schon über Lösungen spricht, haben wir ja nicht schon häufiger angesprochen, das, was wir bei United We Strike in unserer Initiative eigentlich schon seit langer Zeit propagieren, ist aussteigen aus dem System, seine Kohle, auch wenn es Schuldgeld ist, abziehen aus den Banken, den Blanken, die haben ja nichts, ist da sehr unsicher dort aufgehoben. Wir wissen, die wollen ja auch alles enteignen, die wollen den Sparer zur Kasse bitten, die zahlen auch keine Zinsen mehr, sondern demnächst musst du noch was mitbringen, wenn du da überhaupt deine Kohle hinbringst. Auf der anderen Seite müssen wir auch wissen, dass Bargeld ausschließlich circa 1%,
des gesamten sogenannten Geldvolumens ausmacht, Schuldgeldvolumens. Da könnt ihr euch vorstellen, was da für ein Riesenbetrug, eine Riesenschaumschlägerei stattfindet, von einem Computer zum anderen. Diese ganzen Banken, die du da überall siehst, die haben nix. Alles wird ausgesaugt und abgeführt und das, was eventuell noch an werthaltigem Zeug da ist, zum Beispiel in Form von Edelmetallen, also Silber, Gold oder irgend sowas, das ist bis auf ein absolutes Minimum schon längst wieder in irgendwelche anderen dunklen Kanäle verschwunden, glaubt's mir. Ja? Habt ihr ja diese Sache erzählt, da letztes Mal, glaube ich, schon von der Bundesbank in der BRID, ne? Die also ihr Gold zurückhaben wollten, ne? Was da aus völlig unverständlicher, also aus einem normalen Menschenverstand heraus, unverständlicherweise fremdgelagerten in USA, in der New York Federal Reserve Bank gelagerten Privatbank in irgendwelchen dunklen Kanälen. Die wussten doch schon früher, dass das Gangster sind. Also, wie kannst du da was einlagern? Okay, wahrscheinlich wurden sie eh dazu gezwungen. Wo also da so ein bisschen was zurückgekommen ist und die Originalbarren sind aber nicht mehr da. Die mussten also bevor das ist also ein lächerlicher Betrag vom Gesamtbetrag, also ein paar Millionchen, ne, haben sie wieder offenbar hier zurückgeschickt. Das ist aber auch wahrscheinlich nur ein Durchgangsposten, haben sie wahrscheinlich ordentlich Tungsten dazwischen gemacht, ne, drunter gemischt, haben sie neue Barren gegossen. Ach, warum das denn? Wieso, wenn das altes Gold ist, doch, hä? Wieso das? Also die Kohle. Das Gold war nie wirklich lange dort. Das wurde längst zweckentfremdet. Es wurde einfach mitgenommen, oder? Okay. Ja, also das nur so am Rande. Ich denke, das sollten wir auch berücksichtigen in den ganzen Gedanken, dass das alles Schmu ist, was die uns erzählen und was sie uns vormachen. Ja, und bei dieser Verbrecherkarte, das lese ich nochmal vor, was er hier geschrieben hat. Detlef, ab 1. Januar 2014 werden keine alten Krankenversicherungskarten mehr ausgestellt. Ausgegeben wird dann nur noch die in verbrecherisch-täuscherischer Absicht verharmlosend elektronische Gesundheitskarte genannte Patientenausschlachtkarte. Worum es bei dieser Verbrecherkarte wirklich geht, ist uns Aufgeklärten wohl klar. Weltweite Verfügbarmachung sämtlicher Patientendaten im Internet für internationale Konzerne. Dies ist, wie kann es anders sein? Ein weltweiter Prozess mit Obamacare sollen in den USA ähnliche Schweinereien eingegangen werden. Wenn also künftig ein DIM oder CRAP Krimineller ein neues Organ braucht, lässt sich das in Sekunden schneller per Internet ein passender Spender, ein zu ermordender, finden. Wie praktisch, mein Vorschlag, könnte man nicht möglichst bald eine Sondersendung machen mit praktischen Tipps für alle, die sich gegen die Patientenausschlagkarte wehren wollen. Beste Wünsche und guten Rutsch. Ja, dann nennen wir einen Gesprächspartner, der da gut versiert ist. Können wir den mal einladen, ne? Der uns dann alles erzählt, was wir machen sollen. Oh Mann, ey. Okay, so, was haben wir noch? Hier, hallo, schau dir das an. Selbsterklärend, gefunden bei volksbetrug.net.wordpress.com. Deine Rundfunkgebühr wirkt. Aha. Schauen wir das mal durch. In der BRD brauchen wir ganz viele mit sogenannter Rundfunkgebühr finanzierte, zur Alimentierung von politischen günstigen Schergen dienende Fernsehsender. Denn so erhalten wir die gewünschte Programmvielfalt. Cool, ja. Was schreibt er mir noch dazu? Er wünscht mir dann gleichzeitig viel alles Gute und viel positive Energie für 2014. Ja, da gibt's hier folgende Programmvielfalt für die Sendetermine 31.12.2013 auf 2014. Beim NDR, ich mache mir gerade die Seite nochmal auf, tu das dann gerne auch da nochmal mit verlinken. Was kommt da? Beim NDR 50 Jahre Dinner for One. Dann kommt beim NDR Glückwunsch mit Sophie, 50 Jahre Dinner for One und so weiter. Nochmal Dinner for One, up, platt, also auf Plattdeutsch. Dann beim SWR Dinner for One in der Schweizer Version. Dann beim Hessischen Rundfunk Dinner for One auf Hessisch.
Dann NDR Dinner for One, der 90. Geburtstag und so weiter. Lest dann alles vor. Also bei all diesen Matrix-Medien, ne? Kommt derselbe Kram. Und dafür zahlt man noch, oder wie? Oh Mann, ey. Also wir zahlen nicht. Also wir sind hier voll dagegen. Lass uns da nicht einschüchtern von denen. Schon gar nicht. Komm, das wollte ich jetzt gerade mal noch verlinken. Jetzt habe ich mir schon wieder zugeklickt. Ja, da, mein lieber Freund. Das mache ich noch schnell vor der Pause. Dann könnt ihr es euch in der Pause ansehen. Herrlich ist es, oder? Gell? Ja, also es ist nicht einfach hier das Lachen sich zu verkneifen bei all diesen Dingen, die man so offensichtlich hier tut, um uns zu und so weiter. Ja, wisst ihr, was ich meine? Also ich lege da jetzt gerade mal hier einen Zahn zu und mache das hier noch rein und lade es gerade hoch. Könnt ihr euch dann gerne anschauen, den Link dazu. Oder zur Volksverarmung auch. Das auch. Okay, ja, Leutchen, also so sieht's aus. Wir gehen ja gleich mal in eine kurze Pause. Brauchen wir ja, ne, damit wir uns ein bisschen erholen können von all diesem Matrix-Tun und Handeln. Ja, und was hören wir da? Wir hören gleich vom Max Eigen One Year Away. Ja, wobei diesmal ist das neue Jahr ja schon morgen. Also ganz ein Jahr ist nicht mehr. Ist nur noch von der Zahl hinten von der wilden 13 auf die freundliche 14, oder wird 14 noch schlimmer, können wir abstimmen, könnt ihr mir dann ja gerne mitteilen, auch hier unter radio.wakeness.net eure Ansichten dazu zusenden, was ihr glaubt, was in 2014 passieren wird. Herzlich gern, können wir uns dann gerne in der zweiten Stunde der heutigen Sendung drüber unterhalten oder unten halten. Können wir uns dann, ne, damit, oder? Ja, Leutchen, also ich spiele dann jetzt hier mal vom Max Eigen One Year Away und dann hören wir uns gleich wieder. Es ist der Della von Wake News Radio. Klasse, dass ihr heute eingeschaltet habt. Ihr seid ja richtige Silvestermäuse hier, Mensch. Klasse, bis gleich. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.
IC Radio Network and UWS strongly promote the use of grassroots patriot music. Please drop us a line and we'll play your music. Ja, seid ihr wieder zurück hier in der zweiten Stunde unserer heutigen Sendung am 31.12.2013, genannt Silvester, eine Sondersendung. Ja, ich dachte, das können wir schon noch ausklingen lassen, das Jahr, das alte, oder? Hat man ja viel erlebt und ja, auch gedacht, dass Dinge schon passieren, die nicht eingetreten sind, oder? Ja, wir hörten jetzt hier in der kleinen musikalischen Kaffeepause von Max Eigen, One Year Later. Okay, und das Jahr, was jetzt so ausklingt, ne, das ist, ja, okay, bald wieder Schnee von gestern. Aber in der heutigen Sendung besprechen wir das Motto für 2014. Das ist nämlich das Jahr der aufwachenden Menschheit. Das muss uns klar sein, dass wir Änderungen erleben werden, auch in 2014, die alles umwerfen werden, was wir bisher kannten. Wir sind in dieser Phase drin, das wussten wir, dass es so vor sich geht und in dieser Art und Weise abläuft, das ja, konnten wir nicht ahnen, weil es ja in der Zukunft lag. Jetzt sind wir schlauer, jetzt wissen wir, was passiert ist und können Resümee ziehen. Und das habe ich so ein bisschen getan in der ersten Stunde und habe auch nochmal gesagt, wie wichtig es ist, dass wir uns jetzt hier im kommenden Jahr auch ganz eng vernetzen, gut zusammenarbeiten, uns gegenseitig helfen, nicht nur die Wahrheit zu suchen und zu finden, sondern auch vor allen Dingen in Zusammenarbeit mit allen anderen, die noch nicht so weit sind, denen zu helfen mit Informationen, wenn es bei denen Klick gemacht hat, dass die eben nicht orientierungslos sind, sondern sich gleich orientieren können. Und dazu müssen wir auch vielfältig sein in der Art und Weise unserer Kommunikation. Und wir wissen ja nicht, ja, welche Schweinereien sie noch versuchen werden. Ja. ich habe ja auch immer so mein Ohr und Auge drauf, was so um uns herum passiert, berichtet häufig eben nicht in den deutschsprachigen Matrix-Medien. Ja, und da kann man natürlich auch vieles, Vielfältiges finden. Und da habe ich dann vor allen Dingen auch verschiedene Rubriken, die man, wenn man sie nicht findet, in einer Suchmaschine relativ schnell sich aufzeigen lassen kann. Nämlich Wakenings.net Weltkrieg 3. Ja, und auch da schreibe ich natürlich auch nicht alles rein, ob da einer jetzt gerade ein neues Flugzeug Probe geflogen ist oder sonst was, sondern also dann schon eher so die Dinge, die ich für berichtenswert erachte. Und wir sehen ein wenig, wenn man also so durchschaut, was die dort machen, die neue Weltordnungsprotagonisten, die DIMMs, die dominante irrsinnige Minorität, die ja die gesamte Welt kontrollieren oder kontrollieren wollen, die also auch ihre Finger drin haben, immer bei den jeweiligen Gegnern. Also die sind keine US-Amerikaner, die DIMMs, oder das sind keine Chinesen, oder das sind auch keine irgendwie Russen oder Briten, sondern das sind sogenannte Entitäten, die meinen, ihnen gehört die ganze Welt. Die kennen für sich keine Grenzen. Die haben nur ihre verschiedenen Farmen, ihre Bauernhöfe, ne, auf Deutsch übersetzt, wo sie ihre Herden gefangen halten, mehr oder weniger gefangen halten. Und auch China gehört dazu. Und die werden immer gegenseitig aufgestachelt, auch so ein bisschen was mal gegeneinander zu tun. Der Putin, der sagt jetzt hier, die USA stationieren 200 atomare Sprengköpfe in Europa. Und wird dann gefragt, ja, und worauf machst du? Ich auch. Vielleicht nicht so viel, aber der hat auch seine atomaren Raketen dann genau auf der gegenüberliegenden Seite hingestellt. Ja, und gerade eben hat dann auch China mal schnell gemeldet in einer chinesischen Presseveröffentlichung, unabhängig jetzt mal von diesem ganzen Mondtheater, was die da gespielt haben. Das war ja schlechter inszeniert als das, was die NASA damals gemacht hat. Also da stimmt ja auch nichts davon, was die da berichtet haben. Das sind wahrscheinlich dieselben Auftraggeber. Okay, also China jedenfalls brüstet sich,
dass sie neue Bombertypen haben, die also in der Lage sind, jede einzelne US-Militäranlage auf der ganzen Welt zu erreichen. Ja, also alles mischelt schon im Weltkrieg herum, das schon seit geraumer Zeit. Ja, das US-Militär hat gerade ein neues Budget verabschiedet, über einen Zeitraum natürlich, nicht alles auf einmal. Obwohl wir wissen ja nicht, was wirklich läuft. Das sind ja alles nur Meldungen, wo sie also 355 Milliarden US-Dollar für Atomwaffen ausgeben wollen. Klasse! Ne, machen Sie ein schönes Weihnachtsgeschenkchen. Ja, und dann liest man hier also auch noch China preparing for war. Gefunden hier bei Infowars. Der chinesische Präsident ordnet an, dass sich die chinesische Volksarmee auf einen Krieg vorbereiten soll. Ja, und ja, und also die Chinesen, das ist die Familie Li, ne, die also zu den Dims gehört, in deren Hand also China ist, die also herzlich gerne die ganzen Bauern mal wieder opfern wollen. Ob und inwiefern das nukleare Verseuchen tatsächlich dann auch umgesetzt wird, werden wir erfahren. Okay, also auch da muss man mal reinschauen und schnuppern und natürlich auch die ganzen Ereignisse um Planet X, was auch immer, ISON oder andere Dinge, die da möglicherweise kommen, immer zu finden bei mir auf Planet X News. Im Moment war das relativ still, weil ISON ist irgendwie ein bisschen von der Bildfläche verschwunden, obwohl es da Leute gibt, die ein sogenanntes Debris Field, das heißt übersetzt so wie Schmutzfeld, also ein Überbleibsel, die ganzen Überbleibsel von ISON dort ausgemacht haben sollen. Schwer für uns, das zu verifizieren, weil wir sind ja auch angewiesen auf eben all die Instrumente, nahe von NASA siehst du nichts diesbezüglich, da kommt keine Information. Die haben mit Sicherheit die besten Instrumente dafür, aber da kriegst du nicht viel mit davon. Und wenn, dann ist das alles gefiltert, ne? Welcher Form auch immer. Und die Hobby-Astronomen, ja, da muss man das dann glauben oder nicht oder wie auch immer. Also es ist schwer für uns, da wirklich die Wahrheit herauszufinden. Dennoch schaue ich da mal mit rein und berichte selbstverständlich sofort über etwas, was geschehen sollte. Keine Frage. Aber im Moment eben nur wenig zu berichten. Immer mal reinschauen, bitte. So, und auch erdbebenmäßig hat sich zwar einiges getan, zum Beispiel der auf den oder bei den Kanaren befindliche El Hierro Unterwasservulkan hat sich also sehr stark bemerkbar gemacht. Der hatte jetzt also vor kurzem einen Tätigkeiten und war also da so stark, dass die also die Insel dort evakuieren mussten, aber da leben natürlich auch nicht viel drauf und also wenn das Ding mal hochgeht, dann wissen wir, dann gibt es die Tsunami-Gefahr an der Ostküste von US-Amerika. Vielleicht auch noch andere Auswirkungen. Wer weiß das schon 100%. Dann gab es hier einen großen Vulkanausbruch in San Miguel in El Salvador. Da ist also auch ein Ausbruch gewesen. Also es gibt überall eine Menge Vulkanaktivitäten. Also irgendwas ist im Busch. Das dürfte man wohl so sehen, oder? Ja, und auch interessant war eine Meldung, die man auch nochmal in Ruhe nachlesen und anschauen kann, hier bei dem Independent, einem News-Nachrichtenmagazin hier aus Großbritannien mit Superyacht not big enough, Sea States offer Libertarians the vision of floating cities for the future. Da geht es also darum, offenbar ist den Superreichen, und wir reden hier nicht von Milliardären, die sind eher so in der unteren Ecke, sondern die ein bisschen mehr haben. Also Superjachten sind denen nicht groß genug. Jetzt gibt es sogenannte Seestädte, die also den Freiheitssuchenden die Vision da offerieren, sogenannte
auf Wasser schwimmende Städte für die Zukunft zu ermöglichen, möglicherweise, weil dann auch das Land nicht mehr bewohnbar ist oder zu gefährlich. Wer weiß. Also interessante Aspekte hier. Wer da das Englische mächtig ist, kann das auch nochmal durchlesen. Aber es gibt ein paar Abbildungen. Kann man auch nochmal anschauen. Okay. Ja, wie gesagt, wir leben in interessanten Zeiten und auch hier sind wir vor Überraschungen nie sicher. Die Sonne ist auch immer unberechenbar, weil die Sonne ja auch sehr viele Sonnenflecken hat, die also auch erdgerichtet sind. Da weiß man nicht, ne? Kann da irgendwas kommen? Wer weiß, was da kommt? Also es wird noch hochinteressant, was vielleicht in diesem Jahr hier passiert. Also gerade für den Januar wurden ja etliche Sachen vorhergesagt, ne? Auch die Himmelskörper, die wir da berichteten, sollen ja Einfluss haben auf uns. Und hier und da werden also auch solche Meteoriteneinschläge oder eben Sichtungen ausgemacht, vor allen Dingen in den USA. Da gibt es sehr viele Meldungen. Ja, also ich habe jetzt hier noch nichts gesehen, nichts mitgekriegt, ist ja auch meist alles vollgesprüht. Ne? Gestern hatte es mal ein bisschen Sonne. Da war einmal draußen gewesen, da fingen die schon wieder an, alles zuzusprühen. Und hier einer sagte, hey, da erscheinen hier bei allen möglichen Medien, so Facebook und wie sie alle heißen, dann so Abbildungen, ach, ist dieser Sonnenuntergang nicht schön? Ja, und was man da auf dem Sonnenuntergang sieht, ist einfach zugespräht, kreuz und quer, rechteckig, mit Quadraten und Parallelen und so, mit Chemtrails. Und da, ja, hat der eine jetzt schon angefangen und hat dazu geschrieben, ja, also der Himmel sieht mir ein bisschen sehr künstlich aus, ne? Denn wenn du da gleich Chemtrails reinschreibst, dann blocken sie dich oder so. Aber Fragen stellen, ne? Können wir ja mal, ne? Also das sieht sehr künstlich aus, da der Himmel. Das scheint mir nicht natürlich, oder? Und da müssen sie, dann stellen sie sich ja auch Fragen, nicht? Und es ist nicht so formuliert, dass dann gleich gelöscht wird, ne? Da muss man auch aufpassen. Das mögen die Matrix-Menschen nicht so, wenn sie aufgeweckt werden. Oder dann noch vermuten müssen, dass es von Leuten kommt, die meinen, sie wüssten es besser. Oder? Oh Mann, ey. Na gut. Und hier, Detlef sagt, Corazon 2210, auch bei der TV-Werbung. Ja, genau. Und da muss man auch mal ein bisschen hinweisen. Ach, ist das aber ein schmutziger Himmel, ne? Wo haben wir denn den? Hä? Wo kommt das denn? oh Mann, ey. Naja, so ist das halt, ne? Ja, Leutchen, also das sind so diese Punkte, die uns auch natürlich noch weiter beschäftigen. Das ist ja auch Mittel und Methode zum Aufwecken, sind eben Fragen stellen und auch immer wieder und unbeeinflusst von irgendwelchen kritischen Bemerkungen, immer wieder am Ball bleiben, immer wieder sagen, immer wieder darauf hinweisen, auch wenn man abgewiesen wird oder dumm angeguckt wird. Die Leute, die einen dumm angucken bei diesen Dingen, sind ja die Dummen. Das sind ja diejenigen, die nachher auch uns schaden werden, dadurch, dass sie nichts tun. Und wir müssen sie dazu bringen, dass sie uns nutzen und uns helfen, indem wir sie aufwecken. Ja, 2014, das Jahr der aufwachenden Menschheit. Ja, und da müssen wir auch neue Mittel und Wege finden und wird uns sicher auch noch einiges einfallen. Und wer, wie gesagt, hier noch mit diskutieren möchte, sollte das tun unter radio@wakings.net. Reinsenden eure Infos, Kommentare, Fragen, was auch immer. Okay, hier habe ich noch was reingesandt bekommen. Hier steht, unbedingt vorlesen. Hartz IV, Regelleistungen, Tausende ohne Geld. Schauen wir mal, was da drin steht. Kommt von gegen-harz.de. Da steht also Hartz IV, Regelleistungen, Tausende ohne Geld. Viele Hartz IV-Bezieher haben kein Geld überwiesen bekommen. Es mehren sich die Anzeichen, dass vermutlich tausende Hartz IV-Bezieher noch immer kein Geld auf ihrem Konto haben. In Foren und auch in unzähligen E-Mails an die Redaktion gegen-harz berichten Betroffene, dass die Regelleistungen für Januar 2014 nicht überwiesen wurden. Eine pünktliche Überweisung ist jedoch wichtig, da es sonst zu Überziehungszinsen kommt, wenn die Banken die Daueraufträge an Stadtwerke und Vermieter vornehmen, obwohl noch kein Geldeingang gebucht wurde. Eine offizielle Bestätigung seitens der Bundesagentur für Arbeit für die verspätete Überweisung gibt es nicht. Ursächlich für die verspätete Überweisung können verschiedene Begebenheiten sein. Zum einen kommt es regelmäßig zu Verzögerungen, wenn die Regelleistungen umgestellt werden. Zum Jahresbeginn erhöhen sich die Regelsätze 2,27%.
Daher muss auch die Computersoftware umgestellt werden. In der Vergangenheit kam es deshalb wiederholt zu verzögerten Überweisungen. Ein weiterer Grund können die verspäteten Anweisungen durch die Jobcenter selbst sein. Wurden die Überweisungen nicht bereits am 20. Dezember getätigt, ist es vielfach unwahrscheinlich, dass die Gelder vor dem 31. Dezember auf dem Konto des Empfängers sind. Steuern und Zinsen müssen Jobcenter bei Verschuldungen zahlen. Was können Betroffene tun, wenn durch den Zahlungsverzug Stornogebühren für nicht eingelöste Lastschriften oder Zinsen entstehen? Das Landessozialgericht Nordrhein-Westfalen in Klammern AZAL 7B341-08ASER hat bereits vor einigen Jahren eindeutig geurteilt, dass die Leistungspflicht des Leistungsträgers am 1. eines Monats fällig ist. Um dies zu gewährleisten, überweisen die Jobcenter in der Regel einige Tage vor dem letzten Werktag im Monat. Entstehen Kosten durch verspätete Überweisungen, sollten diese vom Jobcenter zurückgefordert werden. Hierzu kann man sich auf das oben genannte Urteil berufen. Weigert sich die Behörde, ist es ratsam, mit Hilfe eines Anwalts den Rechtsanspruch durchzusetzen, denn die Stornogebühren sind eindeutig durch das Verschulden der Behörde entstanden. Auch hier bei gegen-harz.de hat es noch nicht rumgesprochen, dass es sich um Firmen handelt. Sollte dringend mal drüber nachgedacht werden, sich mal informiert werden, ja, oder? Okay, das ist auch wichtig. Also diese Leute ordentlich beschäftigen, denen immer Dinge zuschicken, die arbeiten lassen, damit die was zu tun haben. Je mehr die zu tun haben, desto weniger können sie euch drangsalieren. Ich tue das mal hier als Link mit unten rein in die Linkliste auf der Veröffentlichung bei myweakness.wordpress.com zur heutigen Sendung 2014, das Jahr der aufwachenden Menschheit. Schaut es euch an und unternehmt was. Ganz wichtig, die Leutchen zu beschäftigen. So, was haben wir noch hier? Da kommt einiges hier hinein. Das habe ich schon bekommen. Das muss ich mir nochmal rüberschieben. Der verschiebt das jetzt einfach alles immer hier in irgendwelche Spam-Ordner. Da muss ich das da immer wieder rausholen. Der macht hier, was er will. Also die machen alle, was sie wollen. So unglaublich. Das geht euch wahrscheinlich auch so, oder? Hier kommt was. Aufwachen und so. Alter, was nutzt das sogenannte Aufwachen, wenn die, die das Geld und das Sagen haben, beschließen, die Menschheit zu massakrieren? Es ist ja auffällig hier in Berlin, dass seit 3 Monaten verstärkt Chemtrail-Nanos ausgebracht werden. Vom Morgen bis zum Abend und in der Nacht durchgehende Sprühungen. Vor 2 Tagen las ich eine Überschrift in der Online-Zeitung. Wir sind schon 7,5 Milliarden. Der Artikel war eher schon ein Vorwurf bzw. Hintergedanke. In Klammern Hilfe, NWO, macht doch was. Russland rechne mit Atomkrieg. Putin meint, Russland werde vor dem Westen deren Raketen vernichten. 2014 Weltkrieg. Nanovernichtung mit Chemtrails. Ich denke, wir müssen damit rechnen. Der Pazifik ist jetzt schon radioaktiv verseucht. Trotzdem wünsche ich dir ein erfolgreiches 2014. Mal sehen, ob wir das überleben. Gruß aus Berlin von Eckart, kaleidoskop.com. Naja, also, ja, da gibt es ja einen wichtigen Spruch, den man sich immer wieder vor Augen halten sollte. Wer es nicht so einfach behält, schreibt ihn einfach mal auf. Ne? Ja, hilft. Ne? Ich muss mir auch manche Sachen aufschreiben, weil ich manche Sachen auch vergesse. Ja, ist so. Ne? Ganz einfach. Also, wer kämpft, kann verlieren. Und wer nicht kämpft, hat schon verloren. Ja. Also wir kämpfen. Wir können verlieren. Aber wir wissen, das Resultat kennen wir. Wir werden gewinnen. Ja. Also gibt es daher darüber keine Diskussionen. Aber kämpfen müssen wir schon. Aber ohne Kämpfen gewinnen wir nicht. Ja, das ist so. Und kämpfen in dem Sinne bitte immer so auslegen, dass wir mit den entsprechenden probaten Mitteln kämpfen. Und solange es irgendwie möglich ist, sind die friedlich. Und das ist klasse, was wir da machen können.
Allein indem wir Sand ins Getriebe streuen, das ist so Schreinstreuseln. Das tun wir mit unseren schönen Beschäftigungsschreiben, die wir schicken, diesen Protesten, den Zurückweisungen, den konkludenten Vereinbarungen, was auch immer, alles ordentlich nutzen. Und wie gesagt, vor kurzem oder immer mal wieder erwähnt, ein oder zwei Schreiben, da lachen die drüber. Kriegen die aber Hunderte, Tausende in der Woche, dann müssen sie alle ihre Außendienstkräfte ins Büro zurückholen. Und dann müssen die bewaffneten, uniformierten Aktenberge sortieren und können uns nicht mehr drangsalieren mit ihren Dazon, ihren Sprays und ihren Gummiknöppeln und ihren anderen Folterinstrumenten, die sie haben. Ne? Das sind, müssen sie in den schieben. Ne? Okay, also da würde ich mich wundern, wenn das also so ohne weiteres zu einem Weltkrieg kommt, weil inzwischen ja wesentlich mehr Leutchen aufgewacht sind. Bis jetzt konnten wir es auch verhindern. Gut, es könnte sein, dass China, dass die Leute, obwohl da gibt es auch eine riesen Protestbewegung in China. Darüber wird natürlich nicht berichtet. Ich habe da sehr viele solche Berichte, die ich immer lese, aber eben alles auf Englisch und deswegen poste ich nicht alle da immer in die Newsliste rein. Aber da gibt es eine Menge Leutchen, die in China selbst auch gegen die Umstände, Zustände, gegen das System dort protestieren. Mehr als das, was wir hier erfahren. Also überall ist der Aufwachprozess im Gange. Nicht nur hier bei uns im deutschsprachigen Raum oder in den USA, sondern überall auf der Erde wachen die Leutchen auf. Ne? In etwas unterschiedlicher Art und Weise, weil nicht jeder über die Kommunikationsmittel verfügt, die wir haben mit dem Internet und so, geht das natürlich noch schneller, weil man sich schneller vernetzen kann und austauschen kann, die Informationen, als wenn das irgendwo mitten im afrikanischen Urwald ist, weil es dort natürlich dann möglicherweise die Verbindung nicht gibt. Aber die haben dann auch wieder noch andere Probleme zu lösen, ne? Oder? Okay, jetzt kommt noch was. Hallo. Detlef vor 6 Stunden ist ein Feuerball über den USA gesichtet worden, gemäß Yahoo-Nachrichten. Ja, und dann schreibt er noch, mögliche Geheimbotschaft flimmerte kurz vor Weihnachten in über 30 verschiedenen TV-Sendern in den USA. Der Satz, den die Nachrichtensprecher alle gleich ablesen, lautet: Für wen haben Sie Geschenke diese Weihnachten gekauft? Es ist okay, Sie können es zugeben, wenn Sie ein oder zwei Sachen oder sogar 10 für sich selbst gekauft haben. Von alles Schall und Rauch. Mein Kommentar, entweder was völlig Harmloses oder ein Insider-Nachricht wie das Boarding in die Bunker hat begonnen. Oder ist das möglich? Jetzt hatte ich hier meinen Ausfall bei der Kamera. Na gut, kann ich jetzt nicht ändern. Müsste ich dann eben ein paar Bildchen reinstellen zum Schluss. Okay. Ja, für wen haben Sie denn dann also diese Geschenkchen gekauft? Für sich selber oder so? Das Boarding in die Bunker hat begonnen. Denke nicht an die anderen, sondern erstmal an dich selbst. Oder? Vom Aufgewachten. Ja gut, das ist auch möglich, dass die in ihre Bunker flüchten, weil eben jetzt ganz viele solche Sachen geschehen. Alles möglich. Keine Frage. Jetzt gibt's hier auch noch wieder Problemchen, habe ich gesehen. In der Übertragung. Ja. Bei dem Player von Wake News Radio. Ich weiß nicht, ob ihr da alles hört. Müsst ihr mir sonst dann rein posten. Kann's nicht ändern. Also im Moment ist eine Menge Störung auszumachen. Ne? Wahrscheinlich wieder mal alles überlastet. Ne? Okay. Ja, was willst du machen? Bunkerboarding, schreibt hier Betangatz. Ja. Also, möglich ist das. Wir müssen uns auch vorbereiten. Also, weil das sind alles Spekulationen natürlich. Keine Frage. Aber ob das für die in den Bunkern angenehm wird, also ich weiß nicht, also Blankster untereinander, da gehen sich doch sofort an die Gurgel. Ich möchte da nicht dabei sein. Also wir haben da schon unsere eigenen Möglichkeiten. Und wenn wir sind, und das ist immer ein ganz wichtiger Punkt, ja nicht sterblich in dem Sinne, dass wir dann futsch sind, sondern die Energie bleibt hier bestehen. Es wandelt nur seine Form. Das heißt, wir sind Schwingung, Frequenz, Energie.
und die bleibt bestehen. Wir ändern nur eben ja die Frequenz Lage, oder? Für die einen geht's runter, ne, noch tiefer. Die werden dann, was weiß ich, zum Murmelstein und sinken ab bis in den Schlick des Moderteichs. Und die anderen können ihre Frequenz erhöhen. Und die entschwinden vielleicht in höhere Gefilde, wer weiß. Wir werden sehen, oder? Okay. Ja, also wie gesagt, wir werden uns da überraschen lassen. Wir haben, wie soll ich sagen, alles noch vor uns, was hier in diesem Jahr passiert. Also lass uns das doch mal abwarten. Ne? Gucken wir mal, ne? 2014 uns allen bringt. Oder? Gut. Ja, Leutchen, also was kann man dazu sagen? Wir müssen dazu beitragen, dass sich vieles eben nicht so ereignet, wie die das wollen. Und wir sind ja in der Lage, da einen Plus zu nehmen, sonst würden wir ja nicht erwachen, sonst wäre das überflüssig, es wäre vergeudete Energie, also es hat einen Grund, weshalb das so ist, ne? Oder? Dann kriegt ihr hier noch eine nette Liste gemeldet hier von einem US-Amerikaner, der auch solche Sachen immer gerne bespricht. Wir werden ja von Unterhaltungsgehilfen der DIMMs, der Satanisten hier, Chandy Beriesel, also ich nicht so, aber die jungen Leutchen, die da dem verfallen sind, und da gab es eine Liste mit der Position, ja, einer hat sogar gleich zwei Blitze auf einmal, nämlich auf Platz 10 landete da die Lady Gaga, auf Punkt 9 oder Liste 9, also aus US-amerikanischer Sicht, kam Drake. Ja, da muss ich erst überhaupt mal nachschauen, wer das ist. Und dann achtens und siebtens, gleich zwei Plätze. Big Ross, keine Ahnung, wer das ist. Sechstens Eminem, den kenne ich. Fünftens Kesha und dann viertens Kanye West. Und der wird von dem genannt Kanye Pest. Dann drittens Jay-Z und Beyoncé teilen sich den Platz. Beyoncé, ne? Bah, die ist ja hässlich, du, mein lieber Freund. Dann zweitens auf Platz 2 Kim Kardashian. Naja. Und auf Platz 1 Miley Cyrus. So heißt sie. Auch eine interessante Rangfolge. Ich weiß nicht, ja gut, für die etwas Älteren sagen die vielleicht nicht so viel, aber die jüngeren Leute müssten was damit anfangen können, oder? Mann, oh Mann, ey. Könnt ihr finden hier da die Beschreibung und die Liste auf der Verlinkung hier bei Awakeness.net News mit der Überschrift NWO Satans Untenhalten Gehilfen Top 10 List US. So. Ja, und Österreich ist also scheinbar voll in der Hand hier der NWO Gangster, Blankster, wie auch immer die zu nennen sind. Denn Österreich verstößt gegen die europäischen Menschenrechte. Es gibt ein Urteil des AMRK bezüglich Meinungsfreiheit. Also Meinungsfreiheit gibt es da nicht in Österreich. Das fand ich also ganz interessant. Erschienen auf dem blog.transparenzgesetz.at. Österreich verletzt die Informationsfreiheit und verstößt damit gegen die Menschenrechte, steht dort. Und ich zitiere, dass Österreich manchmal Impulse von außen braucht, um auch hierzulande international längst selbstverständliche Standards zuzulassen. Ja, früher waren die auch so ein bisschen abgeschottet, ne, immer. Meinen, das wären sie immer noch. Ist traurig, aber immer noch wahr. Privatradio und Privatfernsehen verdanken wir etwa dem Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Übrigens ein wichtiger Gerichtshof für uns alle. Ne? Die sind natürlich dann, wenn sie von uns Tausende pro Woche kriegen, an das ist ein bisschen überfordert. Aber immerhin. Der das damalige Rundfunkmonopol im Jahre 1993 als verfassungswidrig eingestuft hat. Ja. In Österreich. Die haben ja scheinbar eine Verfassung. Und gestern fiel in Straßburg eine Entscheidung, die für Österreich sogar noch von wesentlich weitreichender Bedeutung sein könnte als viele bisherigen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR hat gestern entschieden, dass Österreich Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonferenz der EMRK verletzt und damit gegen die Menschenrechte verstößt. Denn das Recht auf
Information ist klar mit dem Recht auf freie Meinungsäußerung verknüpft. Was war passiert? Eine Tiroler NGO, Nichtregierungsorganisation, hat von der Tiroler Landesgrundverkehrskommission Zugang zu ihren Entscheidungen verlangt, war aber am sogenannten Tiroler Auskunftspflichtgesetz und in weiterer Folge an den österreichischen Gerichten gescheitert. Selbst der österreichische Verfassungsgerichtshof interpretierte, dass Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention kein Recht auf Zugang zu Information garantiere. Die Tiroler NGO beschwerte sich über eine derartige Rechtsauffassung beim Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte und dieser sieht das, wie gestern bekannt wurde, komplett anders. Denn nicht nur die Presse, sondern auch NGOs erfüllen in einer demokratischen Gesellschaft die Rolle eines Watchdog, des Wachhundes. Ne? Werden einer NGO Informationen von öffentlichem Interesse verweigert, und das war hier der Fall, so berührt das Artikel 10 der Menschenrechtskonvention, war die Auskunftsverweigerung durch österreichische Behörden zulässig? Nein, sagt der EGMR und erteilt Österreich und Tirol eine schallende Ohrfeige, denn die Grundverkehrskommission hat über die geforderten Informationen verfügt. Die Schwierigkeiten bei der Anonymisierung und etwaige damit verbundenen Kosten seien demnach selbst verschuldet. Es war die Grundverkehrskommission, die sich dafür entschieden hat, ihre Entscheidung jahrelang geheim zu halten, obwohl diese von erheblichem öffentlichen Interesse sind. Das finale Furioso der Entscheidung ist es wert, wortwörtlich zitiert zu werden, was ich jetzt hier dann auch damit tue. Der Gerichtshof kommt zum Ergebnis, dass die vollständige Verweigerung des Zugangs zu den Entscheidungen der Grundverkehrskommission unverhältnismäßig und damit menschenrechtswidrig war. Die Grundverkehrskommission, der Kraft eigener Entscheidung ein Informationsmonopol bezüglich ihrer Entscheidungen zukam, machte es der NGO auf diese Weise unmöglich, ihre Recherche durchzuführen und sich in sinnvoller Weise am Gesetzgebungsprozess zu beteiligen. Der Eingriff in das Recht auf Meinungsfreiheit der NGO kann daher nicht als in einer demokratischen Gesellschaft notwendig angesehen werden. Daher ist Artikel 10 der Europäischen Menschenrechtskonvention verletzt. Sicher ein wichtiger Entscheid, den wir also auch hier nutzen können in allen möglichen anderen Ländern, wo es ähnliche Umstände gibt. Die bisherige österreichische Praxis, so steht es dann dort weiter, Auskünfte als Gnadenakt zu gewähren, ist damit rechtlich nicht mehr haltbar. Stattdessen sind die Auskunftspflichtgesetze im Einklang mit Artikel 10 Menschenrechtskonvention so anzuwenden, dass Auskunft grundsätzlich zu erteilen und die Geheimhaltung die Ausnahme ist. Ein Hinweis zum Schluss: Das Urteil ist noch nicht endgültig. Österreich kann in den kommenden Tagen gegen das Urteil bei der Großen Kammer des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte Berufung einlegen. Das wäre ein Anschlag auf die Informationsfreiheit. Deswegen gilt es in den kommenden Tagen besonders wachsam nach Straßburg zu blicken. Hochinteressant. Also könnt ihr auch noch mal ein bisschen da eure Augen und Ohren offen halten. Denn im Prinzip wäre das ja eine Vorlage hier, Steilvorlage dafür, offizielle Auskunft zu verlangen, ob und inwiefern die BRID überhaupt ein souveräner Staat ist oder nicht. Da könnte man ja die Frage stellen, ne? Wenn da ein Auskunft verweigert wird, ja, oder Hinweise gegeben werden auf Informationen, die nicht schlüssig sind, so eigentlich, nicht schlüssig sind, dann könnte man da vielleicht auch mal nachfragen, oder? Ja? So als Beispiel, kleiner Hinweis für jemanden, der da Lust hat, das mal zu ermitteln, oder? Gut. Ja, also wie gesagt, ihr könnt hier gerne noch in der letzten halben Stunde noch ein paar Informationen reingeben hier über radio@wakenews.net. Freue ich mich, wenn ihr hier eure Ansichten, Infos mit reinbringt. Die lese ich dann gerne auch noch einmal vor. Ja,
So, dann. Was haben wir hier? Silvester und was war das? Ah ne, das ist ein Silvestergruß, den ich hier gekriegt habe. Okay, ja, wunderbar. Aber Silvester wird also von mir kaum gefeiert. So, hier nochmal. Ich bin gerade bei Space Weather auf der Internetseite und ein wenig erschrocken. Warum? Am 26.12.2013 wurden 24 Feuerbälle gesichtet. Am 27.12.2013 wurden 16 Feuerbälle gesichtet und so weiter. Ja gut, aber das heißt ja noch nicht, dass die was anrichten. Die Sichtung allein reicht noch nicht aus, dafür Angst zu haben, nur wenn sie etwas antun, uns etwas antun. Und man muss immer dran denken, dass die Sichtung natürlich nur über bevölkerten Gebiet stattfinden und somit also ja woanders natürlich sehr viel mehr noch runterkommen könnten, ja, was wir nicht wissen. Okay, aber wir werden es im Auge behalten. Gute Information, wer sowas hat, kann das gerne mal reinsenden unter radio@wakenews.net. Okay. Ja, also ich weiß nicht, wie ihr das seht für 2014, was ihr für ein Gefühl habt. Ihr habt gelesen, der eine oder andere hat da eine ja nicht so positive Sichtweise in der Entwicklung, die da vielleicht auf uns zukommt. Aber ich sehe das eigentlich so, dass man sich eigentlich schon auch darauf freuen kann, dass jetzt was in Bewegung kommt. Und ich für meinen Teil tue das. Allein für mich persönlich hat sich da schon so viel getan, dass mir so viele Sachen klar geworden sind in den vergangenen 5, 6 Jahren, die also ja schon bahnbrechend sind, würde ich sagen, für meine eigene persönliche Entwicklung und das, was ich daraus gelernt habe, ja auch weitergebe, ja in Form von Nachrichten, Medien, Mitteilungen, was auch immer, Ansichten. Ne? Vieles, was ich hier sage, sind meine Ansichten, die ich hier zum Ausdruck bringe in der Analyse der Verschwörungspraxis. Ich bin ja kein Theoretiker mehr, ich bin Praktiker der Beziehung. In der Analyse Praktiker, nicht in selber Verschwörung machen. Ist nicht mein Ding. Ich bin eigentlich dafür, dass wir die Wahrheit auf den Tisch kriegen, die Dinge offen und ehrlich diskutieren können. Denn das mit Lug und Trug, das ist die Methode der DIMS, der dominanten irrsinnigen Minorität, die uns damit eigentlich ihre Verschwörung verschleiern wollen, dass wir eben nicht aufwachen, dass wir es nicht mitkriegen, was da abläuft und was alles abgelaufen ist, haben wir schon zu Hauf diskutiert in vielen, vielen hunderten Sendungen, auch bei mir hier durchgegangen. Okay. Ja, also, wie sieht's bei euch aus, wenn ihr noch irgendwelche Ansichtsnachrichten an mich schicken wollt, was ihr glaubt, was 2014 möglicherweise auf uns zukommt, seid ihr herzlich dazu eingeladen. Könnt ihr mir reinsenden unter radio@wakenews.net. Ja, freue ich mich. Ja, schauen wir mal. Also jedenfalls in der Analyse der ja möglichen Weltkriegs 3 als Arbeitstitel, Projekttitel, ja, angegangenen Versuche, das loszutreten, haben wir sie also in jedem Fall schon mal ordentlich gestört, sonst wäre das schon längst im Gange. Oder wir haben uns verrechnet. Kann natürlich auch sein. Es gibt ja ganz viele Prophezeiungen und Prophetien ja, diesbezüglich, die ich auch bei mir, immer wo ich sie gefunden habe, auf die Seite Weltkrieg 3 gepackt habe. Wer so da mal durchlesen will, was die verschiedenen Prophezeiungen da sind, und wir haben auch schon viele davon mal in früheren Sendungen behandelt, kann das tun. Da habe ich zum Beispiel Link zu den Crawford 2000 Predictions, das glaube ich auf Englisch dann die verschiedenen Prophezeiungen da, und welche und Schauungen, da hatte ich auch nochmal einen Link irgendwo gefunden. Kann man sich alles nochmal durchlesen, aber letztendlich sollten wir uns vor einem hüten, und ich denke, das ist auch wichtig hier in 2014, dass wir uns nicht ins Boxhorn jagen lassen, dass wir uns nicht in die Ecke Furcht und Angst zurücktreiben lassen und Angst und Furcht vor etwas aufbauen, was nachher gar nicht so schlimm ist. Schon über mögliche Gefahren sprechen, gar keine Frage. Aber die immer mit dem Auge der Bewältigung oder des Nicht-Eintreffens auch beleuchten.
Das haben wir, glaube ich, jetzt gelernt über die letzten paar Jahre, dass vieles von dem, was wir glaubten, uns imminent gefährlich wird oder uns zerstören würde, dann gar nicht so eingetreten ist. Ja, wir denken an Elenin und Eison und was da alles gekommen ist, zumindest was das letzte Jahr angeht. Aber dies Jahr ist es ja noch, ne, ein paar Stunden für uns hier in Europa. Ja, die Amis haben noch ein paar mehr Stündchen vor sich, ne? Und ich glaube, Australien, da sind sie dann schon im neuen Jahr, ne? Die sind ja ein bisschen weiter. Und da ist dann also auch noch nichts schief gegangen. Okay, also wir werden sehen, was dann auf uns zukommt. Und hier draußen fangen sie schon an zu ballern. Es ist ja schon ordentlich dunkel geworden. Das sind die, die es nicht erwarten können. Aber ich war ja auch mal jung. Ne? Da habe ich auch das Knallen gerne dann schon früher gemacht, oder? Das geht euch vielleicht auch so. Ja, ich weiß nicht, was ihr alles noch vorhabt heute, wo ihr noch hingeht, ob ihr zu Hause feiert, woanders hingeht oder was auch immer, oder auch gerne bei mir dann noch weiter zuhören wollt hier auf den Sendern. Also auf jeden Fall läuft es hier bei UWS Radio, ICN Radio Network auf den Playern, auch bei Wake News Radio auf den Playern, bei Joyce.net weiß ich auch, dass der weiter uns überträgt, so es keine Störungen gibt. Ja, und da werden wir dann also nach der Wiederholung der heutigen Sendung, die ich dann im Anschluss dann nach diesem Live-Part einspiele, dann auch noch eine Menge andere Sendungen hören, bis in die Morgenstunden des morgigen Tages, sodass also jeder auf seine Kosten kommt, wann immer er da einschalten will oder zuhören will oder auch nicht, wie ihr das wollt. Oder wenn man nachher sagt, ach, das war aber langweilig auf der Party, ne? Jetzt ziehe ich mir lieber den Detlef wieder rein, ne? Oder sowas, gell? Könnt ihr dann da auch gerne das machen. Und immer dran denken, immer mal wieder zwischendurch den Player aktualisieren, Seite aktualisieren. Dann seid ihr immer auf dem letzten Stand der Dinge, weil das ist ja hier auch alles Technik von vorgestern, ne? Darf man nicht vergessen. Alles, was uns als Internet und modernst verkauft wird, ist ja letztendlich alles ausgediente Technik von die 40, 50 Jahre alt ist. Das dürfen wir nicht vergessen, oder? Auch die ganze Matrix, in der wir leben, die Sachen, die uns gegeben werden als das Tollste, da die neuesten Automobilmodelle, die ich hier lese, da für das nächste Jahr, das ist alles Technik von vor, was weiß ich, 80, 100 Jahren, die einfach durch ein neues Plastikkleid ein bisschen schöner aussehen. Das eine oder andere ist ein bisschen anfälliger geworden, so dass es also nicht so lange hält, und Elektronik sowieso. Und ja, aber letztendlich, dass man Verbrennungsmotoren immer noch einsetzt, überhaupt auf diese Technik setzt, zeigt ja davon, dass man uns hier gewalttätig in diesem dieser Matrix hier festhält, und wir könnten eigentlich schon ganz andere Dinge machen. Wird auch auf uns zukommen. Gibt da die interessantesten Überlegungen zu dem, was also in Zukunft auf uns zukommt. Viele meinen ja, dass also schöne Zeiten jetzt anbrechen werden, nachdem es natürlich hier einen Zusammenbruch gibt des derzeitigen Systems. Aber dass wir natürlich dann anders leben werden als jetzt, wieder ein bisschen zurückkommen, eigentlich in die Natur, wie wir sie früheren Generationen vielleicht erleben konnten, was wir jetzt persönlich nicht so erinnern. Wäre auch zu überlegen, ob man das nicht auch vielleicht machen kann. Ob wir das alle erleben, persönlich erleben, wissen wir ja nicht. Wir sind in einen Kreislauf eingebunden, und dieser Kreislauf, wie immer der funktioniert, das wissen wir ja nicht wirklich. Wir haben ja nur Mutmaßungen angestellt bislang. Der wird uns auch wieder hier irgendwie energetisch in diese Gegend verschlagen irgendwann. Ja, weil Zeit ist ja auch relativ, gibt es ja eigentlich nicht, gibt es nur in unserer Matrix. alles ist möglicherweise unendlich und ohne Zeit- und Altersbeschränkung, immer während im Fluss begriffen. Also eigentlich eine unvorstellbare Geschichte, wenn man sich das überlegt, sprengt manchmal unsere eigene Vorstellungskraft, oder?
Ja, Leute, ich schaue nochmal, ob ihr mir hier noch was reinsenden wollt. Unter radio@weakness.net eure Gedanken, wenn ihr möchtet, nochmal zum Ausdruck zu bringen. Aber ihr freut euch wahrscheinlich schon auf euren Shampoos, Sekt oder sonst was. Ne? Seid ihr schon dürstend danach, oder? Oh Mann, ey. Ja, Leutchen, also wir bleiben am Ball, auch im nächsten Jahr. Hier sagt Goason 2210, nix saufen. Ja, ja, ich trinke auch nichts. Ich trinke überhaupt nichts. Vielleicht ein kleines Schlückchen, einfach so anstandshalber aus dem Gläschen mit den Personen, mit denen ich mich später treffe. Schauen wir mal. Ne? Hier Wellbärchen Jana sagt, wir sind schon besoffen, Detlef. Aufgewachter eben. Du armes Jahr, Detlef, wir möchten mal danken für ein weiteres Jahr. Gute Party hier. Jo. Und aufgewacht, ein Gläschen frisch gefiltertes Wasser ist doch okay. Burgenland sagt, danke, Detlef. Tierchen, genau. Oh Mann, ey. Ja. Ja, wie man will. Also, wir können eigentlich auf ein sehr erfolgreiches Jahr zurückblicken. Wir haben es geschafft, uns wieder aller Anfeindungen doch zur Wehr zu setzen, durchzusetzen, auch mit unseren Informationen herauszukommen. Ne? Ich denke einfach nur mal hier an diese Überfallgeschichte da bei mir, wo sie da versucht haben, mich mundtot zu machen. Das haben wir also wunderbar gelöst. Inzwischen wäre das ein Unding, wenn das nochmal geschehen würde oder geschieht, dann sind wir soweit. Dann sind wir eigentlich in einer Situation der absoluten Notwehr. Und ich weiß nicht, ob wir das jetzt schon sind. Also kann ich nicht sagen. Okay, naja, wir werden sehen, wie es wird. Also ich bin auch sehr gespannt. Nochmal ein Hinweis, auch in eigener Sache hier für die erste Sendung im Januar 2014. 2014 werde ich erst wieder starten guck mal nach, dass ich nichts Falsches sage hier. Am Dienstag, den 7.01.2014, ist die erste Live-Sendung. Bis dahin muss ich viele Sachen erledigen, bin nicht immer vor Ort. Daher die erste offizielle Wake News-Sendung erst am 7.01.2014. Bitte vormerken. Ich werde das dann natürlich auch nochmal in die Planung reinschreiben, dass ihr das schon mal wisst, oder? Und Lorelei sagt dann, riesen Dank an dich, Detlef, für ein ganzes Jahr voller interessanter Sendungen. Ja. Okay, ich danke zurück. Hier für alle mal. Ne? Also nochmal meinen herzlichen Dank vor allen Dingen an euch. Ihr seid klasse, spitze. Ihr habt mir hier auch Mut gegeben, durch euer ständiges Dasein diese Sendung weiter aufrechtzuerhalten. Ist doch klar. Und Betangas, ihr Lieben, mein letzter Gruß in diesem Jahr an euch. Ganz viel Gesundheit und Freude am Leben wünsche ich euch und dir, lieber Detlef, alles erdenklich gut und ganz herzlichen Dank für deine unermüdliche Arbeit, die du leistest bis nächstes Jahr. Ja, ist aber nicht mehr weit, ne? Hast nicht eine hübsche Assistentin, die dich vertreten kann, Detlef? Oh, Detlefine, oder ja? Ja, also das müsste erst erzeugt werden, ne? Wie auch immer. Okay. Ja, also, klasse, ne? Und der Aufgewachte, der muss mal jetzt zu Porte kommen, der hat hier ordentlich Aufgaben zu erfüllen, ne? Der muss schnippeln, schneiden und neue Serie Best of Detlef produzieren, oder? Hä? Jetzt lacht er nimmer, so, jetzt ist er schon wieder, hoppala, muss arbeiten. Ja, muss er auch mal was tun, oder? Hä? Oder? Okay. Ja, Leutchen, also wir werden jetzt gleich in die ins Ende der Sendung hineinrutschen. Es sei denn, ihr schickt mir noch was rein. Dann gucke ich mal eben hier, radio@weakness.net, ob da was gekommen ist. Hier, das war ein Gruß. Ein Gruß. Hallo Detlef, ich wünsche dir und deinen Lieben ein glückliches, gesundes, erfolgreiches neues Jahr. Herzliche Grüße. Jawohl. Aus Österreich, klasse, ich grüße euch, wunderbar, dass ihr
von so weit her und von überall zuhört und vor allen Dingen mitmacht. Das ist das Wichtige. Was nutzt es, wenn ich hier alleine herum bastle? Ihr müsst die Informationen weitertragen. Ihr seid die Multiplikatoren, ne, dieser Sache. Durch eigene Aktionen auch Vorbild sein, anderen Leuten zeigen, wie es geht, verweisen und sagen, ach, hast du doch nicht, hast du noch nichts von gehört? Geh mal auf die Download-Seite vom Detlef, lies die mal da durch. Und für viele ist das also ein erschreckendes Aufwachen, ne? Wenn man da allein durchliest. Die sind also hier auch vom System her ganz unruhig, weil die ja wissen, was ihr eigenes System einfach nur eine Farce ist, eine Lug- und Betrugsgeschichte, eine Sand-in-die-Augen-Streu-Geschichte. Und wenn wir das alles rausfinden, dann ist deren Ende eingeläutet und davor haben sie Angst. Oder? Bärbärchen Jana, vielen Dank, Detlef, für die tolle Sendung, einen guten Rutsch und feier schön. Ja, aber ganz gemütlich. Also, ne? Wir feiern in dem Moment, wenn wir die Tyrannei beseitigt haben, ganz fantastisch, dann werden wir dran sein und dann anfangen, das Leben so zu leben und zu genießen, wie es eigentlich sein soll. Und das für alle positiv. Kommt alle gut ins neue Jahr, sagt der Doppeldenker. Dir, Detlef, stets eine störungsfreie Leitung für 2014. Du bist mein Held. Uiuiui, also ein Held bin ich eigentlich nicht. Ich mache eben nur die Sachen so, wie ich sie für richtig halte. Und dazu gehört ein bisschen Zivilcourage. Die braucht jeder von uns, eben keine Angst haben. Das ist wichtig, keine Angst haben vor niemandem. Und je höher deine Frequenz ist, je höher du aufgewacht und bewusst bist, desto schwieriger haben es die mit niedrigfrequenten Methoden ausgerüsteten Drangsalierer, ob sie bewaffnet sind, uniformiert sind oder wie auch immer, wie du. Und deswegen wollen sie jetzt krampfhaft die neue Sirene, die Yelp-Sirene, aber jui, 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 weil sie hoffen, dass sie damit in höhere Schwingungen kommen. Ich weiß es nicht. Also werden sie wahrscheinlich selber nicht mit klarkommen damit, oder? Schauen wir mal. Okay. Ja, also, klasse. Ich mache jetzt schon einfach mal Feierabend, indem ich hier mit einem Song von Wave ausklinge, der da heißt A New Life. Und dann, während wir also die Wiederholung einspulen, kommt nochmal ein Song von Alvin Iabe, Tanzen mit Freunden. Ja, und dann fängt die Wiederholung an. Also ich denke, das YouTube-Video wird ein bisschen dauern. Ne? Das werde ich wahrscheinlich erst frühestens morgen bearbeiten. Das mache ich heute nimm. Ja, dass ihr das wisst, gell? Oder? Dr. Schuh sagt dann, Detlef, alles gut auf ein neues 2014. Genau, das wünsche ich euch auch. So, wir klingen jetzt aus mit Wave, A New Life. Und ja, dann hoffe ich, dass wir alle gut reinkommen ins neue Jahr. Seid vorsichtig. Und nichts trinken, wenn ihr fahrt. Ne, und solche Sachen oder sowas. Ne. Das wisst ihr ja. Okay, also klinge ich aus. Ihr seid von Wake News Radio NSTV. Bis nächstes Jahr. Ciao, ciao. This is Wake News Radio with Detlef on UWS Community Radio and the International Community Radio Network.